Wir möchten heute über Angst sprechen, über Furcht sprechen, über Sorgen sprechen, über Bedrohung sprechen. Der Schriftsteller H.P. Lovecraft schreibt zu dem Thema, ich zitiere, das älteste und stärkste Gefühl ist Angst. Viele Menschen verdrängen dieses Gefühl oder verbergen irgendwie ihre Angst. Das ist nicht so besonders cool zu sagen, ich habe Angst, sagen, das ist ein schlechter Ratgeber oder erzählen, dass sie eigentlich nie Angst haben. Ich freue mich, also ich will es auch sagen, ich habe Angst in meinem Leben oft gespürt, das schon mal zu formulieren. Und ich freue mich, dass ich drei Gäste heute Abend begrüßen kann, auf die ich mich wirklich sehr freue, weil sie alle irgendwie und fast täglich mit Angst konfrontiert sind, ihre eigene, und das finde ich aber dann noch besonders interessant, auch die von anderen Menschen. Und ein Gast, auf den ich mich wirklich auch heute sehr freue, ist Professor Uwe Janssens. Sie sind Intensivmediziner und haben mit Menschen zu tun, die die Angst vor ihrem Tod oder vor dem Sterben haben. Und Julia Leeb, eine Kriegsreporterin, eine Journalistin, eine Fotojournalistin, das muss man immer sagen, bei Kriegsfotografen, überhaupt Fotografen, das sind schon Journalisten und Journalistinnen, die aber nicht mit dem Wort, sondern eben mit dem Foto unterwegs sind. Sie sind an allen Plätzen dieser Welt, wo Hunger, wo Krieg, wo Bürgerkrieg, wo Vernichtung Alltag ist. Und was ich interessant finde, ist, warum macht man das und was macht es mit einem, wenn man das Elend dieser Welt sieht? Und schließlich Stefan Kramer, er ist der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen. Das ist die Hochburg auch der AfD mit Herrn Höcke, den Vorsitzenden. Und wir erleben ja momentan Demokratiefragen, Angst vor Demokratie, Sehnsucht nach mehr, nach Freiheiten. Und ich bin sehr, sehr neugierig, wie wir unser Gespräch gestalten. Ich will es nochmal sagen, wir haben alle Zeit der Welt und unsere Zuschauer und Zuschauerinnen können sich jetzt sehr gemütlich machen, weil es wird ein interessantes und, wie ich glaube, ein vielschichtiges Gespräch. Herr Janssens, wann hatten Sie das letzte Mal Angst? Ich habe eigentlich täglich in meiner Arbeit immer mal wieder Angstsituationen, wo ich denke, klappt das jetzt? Also in meiner handwerklichen Arbeit, so im Katheterlabor. Ich bin ja auch Kardiologe. Angst, dass was nicht funktioniert. Angst, dass Menschen zu Schaden kommen. Das ist eine ganz unmittelbare Angst. Und das ist allgegenwärtig, ist aber so etwas Positives. Also aus der Angst entwickelt sich dann heraus eine vorausschauende Vorsicht. Das finde ich, das ist mir in den letzten Jahren immer mehr gegangen, dass ich eigentlich immer mehr nicht aus einer Ängstlichkeit heraus agiere, sondern aus dem Bewusstsein heraus, dass was passieren kann, Angst, und dann mich entscheide, Sachen so oder so zu machen. Und das versuche dann auch im Team, immer im Team zu klären. Und das ist mir besonders wichtig. Ich habe ja das große Glück, dass ich im Team arbeiten kann. Also ich glaube, Sie sind ja, wenn Sie alleine mit der Kamera da unterwegs sind, alleine irgendwie. Aber ich habe immer ein Team. Und das gibt mir die Sicherheit zurück. Das gibt mir Sicherheit zurück. Das, was Sie schildern, ist eine Angst, die man täglich in seiner Arbeit erlebt. Gewöhnt man sich an Angst? Nein, ich glaube nicht. Es kommen immer wieder ganz neue Situationen in meinem Berufsleben, auch wo man wirklich sagt, geht das jetzt, klappt das jetzt? Ist das eine brenzlige Situation, wo es dann wirklich kritisch ist? Dann denkt man, okay, und dann muss man wirklich in dem Moment sagen, jetzt, also Achtung, da muss ich jetzt irgendwie durch. Wie schon gesagt, ich habe das große Glück, ich bin in so einem Team. Ich bin immer eigentlich geschützt in einem Team und kann mich dauernd irgendwie in der Kommunikation rückversichern. Und das ist schon genau der richtige Einstieg für mich aus der Angst heraus. Ich bin nicht alleine und kann mich austauschen, kann Entscheidungen abwägen. Heute Morgen beispielsweise, wer sehr visite, das fällt mir jetzt noch ein, das waren wirklich ganz, ganz kritische Diskussionen, also Diskussionen am Lebensende, wo wir wirklich im Team mit 6, 7 Leuten standen und wirklich sehr, sehr differenziert durchdiskutiert haben, auch Entscheidungen treffen mussten, also wirklich elementare Entscheidungen. Wo dann der eine Oberarzt plötzlich so mit einer guten Idee um die Ecke kam und so, wir alle so, wie machen wir das, wie gehen wir mit den Angehörigen, wie können wir dieses schwierige Thema weiter transportieren? Der hat dann irgendwie eine Idee gehabt. Und im Team, da gab es dann andere, der sagt, nee, da machen wir nicht, das finde ich gut. Und irgendwie sind wir im Team dann, das war eine Angstsituation, weil ich sage, wie machen wir das mit den armen Angehörigen, wie können wir das Thema vermitteln, das Sterben, ja. Und im Team haben wir es gelöst, das hat echt unheimlich gut funktioniert, ja. Also
Also Sie sehen schon, das hat viel mit Team zu tun und damit kann man Ängste in meinem Umfeld ganz gut auflösen. Frau Leeb, Sie sind im Prinzip allein, wenn Sie in Kriegsgebiete gehen, in Hungergebiete gehen, in Elendsgebiete, in Gewaltsgebiete gehen, auch wenn Sie hier die eine oder andere Begleitung haben. Wenn Sie Angst haben, was macht das mit Ihnen? Also ich bin nicht alleine, weil ich dort auch mit Einheimischen oft zusammenarbeite. Ich bin, wenn ich zurückkomme, alleine. Und was das mit mir macht, ist, glaube ich, dass ich mich wie jeder Mensch fürchte tagsüber vor konkreten Situationen oder Fehlern. Aber nachts kommt immer die Angst und die ist diffus und die ist unkontrollierbar. Und das ist wahrscheinlich ein Preis, den man dafür bezahlt. Beschreiben Sie mir das mal ein bisschen, die Angst danach. Also man könnte es biochemisch erklären, was da passiert. Aber was für eine Angst ist das danach? Wie würden Sie das beschreiben? Also ich leide nicht unter einem posttraumatischen Belastungssyndrom. Das ist neurologisch, also diese Prozesse sind auch noch nicht ganz erforscht. Aber natürlich ist die Angst unlogisch. Also sie hat keinen konkreten Aufhänger und sie ist lähmend. Und wenn ich zum Beispiel in meinem Beruf in einer akuten Gefahr bin, habe ich Furcht, aber ich kann reagieren. Ich kann genau sagen, wir trennen uns jetzt, damit nicht, wenn einer auf eine Mine tritt, alle mit in die Luft fliegen. Oder ich kann einfach Entscheidungen treffen. Die kann ich nicht, wenn ich in der Nacht Angst habe. Ich bin paralysiert. Es gibt auch Schlafparalyse, die passiert zwischen Wachsein und Schlaf noch und die einen einfach hemmt. Also Angst ist was sehr Negatives für mich. Furcht ist was sehr Positives, weil sonst würden wir wahrscheinlich alle nicht hier sitzen, wenn wir furchtlos wären. Absolut. Aber es gibt ja auch Momente, wo diese imaginierte Angst oder diese konkrete Furcht dann mit einer Katastrophe endet. Sie sehen Tod, Sie sehen Bomben fallen, Raketen fallen, Sie sehen Minen. Wenn das dann konkret wird, was macht das dann mit Ihnen? Sie bleiben da, Sie fotografieren das. Was für Gefühle sind das dann? Ist das Angst? Ist das Mut? Was ist das, wenn man sich dann dahinstellt und um einen herum tobt das Leben und der Tod und die Gewalt? Dort, also in diesem Moment hat man ja gar keinen Handlungsspielraum. Man ist hilflos und probiert Kontrolle wiederzuerlangen und man lebt eigentlich nur von Moment zu Moment. Die Angst, was danach passiert, ist zeitlich versetzt und spielt Streich mit der Psyche einfach. Und da gibt es eben viele Leute, die sehr, sehr darunter leiden. Aber in dem Moment zum Beispiel hilft mir die Kamera, weil ich kann agieren, auch wenn das nur psychologisch ist. Ich agiere. Ich habe diesen Moment festgehalten. Danach und davor hat sich die Welt gedreht. Aber in dem Moment, dieser Moment ist festgehalten. Ich habe es dokumentiert. Es ist da. Ich agiere. Warum machen Sie das? Warum sind Sie bereit, Ihr Leben, ich will es gar nicht pathetisch sagen, aber zu opfern für dieses Dokument, wie Sie es gerade beschrieben haben? Warum? Mich interessiert Gefahr überhaupt nicht. Ich hasse Adrenalin. Es gibt Leute, die lieben das. Ich hasse das. Ich hasse Horrorfilme. Ich würde nie Bungee-Jumping machen. Ich mag das nicht. Mich interessiert tatsächlich so, was, das ist jetzt pathetisch, was die Welt zusammenhält, aber wer sind wir Menschen? Nur weil wir einen großen Teil nicht sehen, existiert dieser Teil der Menschheit auch. Wir sehen immer nur die, die im Licht sind, die digital sind, die auf Facebook posten. Aber in Diktaturen, wo sind die feministischen Frauen aus Saudi-Arabien? Die können nicht einfach so posten. Oder im Iran, die können das nicht posten. Trotzdem existieren sie. Und diese Menschen wissen alles über uns. Und wir wissen nicht mal, dass sie existieren. Und das finde ich einfach für das 21. Jahrhundert, das Informationszeitalter, inakzeptabel. Herr Kramer, Sie sind Verfassungsschutzpräsident in Thüringen. Sie waren Jahrzehnte der Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland. Das sind beides Berufe, die mit Extremismus zu tun haben, die mit Gewalt zu tun haben, die mit Hass zu tun haben. Aber nicht nur. Nein, also ich wusste jetzt noch nicht, dass der Verfassungsschutz die Bürger und Bürgerinnen auch beobachtet, die ganz entspannt irgendwo ihr ganz normales Leben machen. Aber darüber können wir noch reden. Nur was mich interessiert ist, wie ist es mit der Angst wirklich zu leben? Und zwar hier in Deutschland mittendrin
und alltäglich mit auch der Gewalt, die hier stattfindet, zu tun zu haben. Was macht das mit jemandem wie Ihnen? Das ist zumindest keine Theorie. Und warum ich Ihnen eben ins Wort gefallen bin, ist einfach auch so ein bisschen genau diese Diskrepanz, in der ich mich auch bewege. Wir haben uns gerade im Vorgespräch, Professor Hensel und ich, darüber ein bisschen unterhalten. Man hat auf der einen Seite eben diese alltägliche Gewalt, mit der man sowohl im Außenbereich konfrontiert ist, also mit anderen, die diese Gewalt erleben, aber eben auch selber. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch wunderbare Momente, wo ich Podiumsdiskussionen habe oder aber mit Menschen über Prävention rede und wo dann plötzlich die Reflexion zurückkommt, Mensch, so habe ich mir aber einen Verfassungsschützer nie vorgestellt und sie sind ja eigentlich ganz in Ordnung. Also es gibt auch die schönen Momente, aber uns dreht's ja, oder bei uns geht es ja heute in der Diskussion eher um die Angst selber. In der Tat, was macht das mit einem? Das ist schwierig. Ich habe gedacht, nach so vielen Jahren, Sie haben auf meine früheren Tätigkeiten hingewiesen, wo das natürlich auch immer eine Rolle gespielt hat. Insbesondere, weil ich für die jüdischen Gemeinden für das Thema Sicherheit auch mitverantwortlich war. Man glaubt eigentlich irgendwann, man stumpft ab. Man kann das irgendwie wegstecken. Man kann das professionell sozusagen beiseite legen. Aber ich habe gerade diese Woche wieder erlebt, nach einem Beitrag, der in einem anderen Sender gekommen ist, wo es um die Querdenker-Szene gegangen ist, dass ich am nächsten Tag die üblichen Morddrohungen per E-Mail bekommen habe, aber in der Zwischenzeit auch die Anrufe, wo Leute sich mit Namen melden und sagen, sagen Sie dem Kramer, dem Drecksjuden, er soll verrecken. Nun kann man sagen, okay, das ist der klassische Spruch, den man regelmäßig zu hören kriegt. Aber so ein Restmomente, wo man sich überlegt, na, wann ist denn der Nächste vielleicht vor der Haustüre, der im Grunde genommen das versucht, in die Realität umzusetzen. Wir haben diese Fälle gehabt, Halle-Hanau, der Mordfall an Walter Lübcke, um nur wenige Beispiele zu nennen aus den letzten Wochen und Monaten, wo eben irgendeiner umgeflippt ist und dann plötzlich zur Waffe gegriffen hat, sei es ein Messer, sei es ein Auto oder sei es eben auch eine selbstgebastelte Maschinenpistole, wo das eben sehr praktisch dann Realität werden kann. Also wenn wir über Angst reden, uns mit Angst beschäftigen, auch mit Menschen, die Angst haben, dann ist das nicht nur eine Theorie, sondern das ist sozusagen, wird ganz schnell ganz praktisch und es betrifft einen dann auch eben selbst. Nun kann man sicherlich sagen, und Sie selber sind ja nun auch früher in Funktion beim Zentralrat gewesen und ich kann mich gut erinnern, wir haben beide, ich heute, Sie früher schon, immer dann die Antwort gekriegt von wohlmeinenden Zeitgenossen, äußern Sie sich doch weniger in der Öffentlichkeit, dann passiert Ihnen das alles nicht. Wir waren uns beide ziemlich schnell einig, das ist keine Alternative, den Mund zu halten, sondern wir stehen für das, für was wir stehen und nehmen das auch das Risiko auch in Kauf. Und trotzdem stehe ich manchmal auch so ein Stück neben mir und frage mich dann selber, ist es das wert? So, das finde ich ganz wichtig, weil Sie das ja beide evaluieren müssen. Und zwar ganz unmittelbar. Ist es das wert? Ich würde deswegen gerne noch mal das zurückspiegeln. Haben Sie Angst? Ja. Allerdings versuche ich, diese Angst so weit zu beherrschen, auch wie Sie das gerade eben geschildert haben, um sie zu nutzen als eine Art Frühwarnsystem, was mich davor bewahrt, Blödsinn zu machen, der mich dann vielleicht tatsächlich in Gefahr bringt. Was ist sowas wie Ihr Blödsinn? Was ist das? Ich habe das auch gar nicht. Ich habe eben gedacht, als Sie das gesagt haben, wenn ich dann zurück, Furcht ist das da vor Ort und dann liege ich nachts Angst. Ich habe mich gerade gefragt, was ist das denn? Wovor haben Sie denn nachts dann Angst? Kam mir sofort die Idee. Das ist überhaupt nicht konkret und das ist der Unterschied zwischen Furcht und Angst, dass Furcht einen konkreten Grund hat und Angst diffus ist und dadurch auch so schlecht zu bekämpfen ist, weil es einfach ein Prozess ist, der im Gehirn stattfindet, der meinen Körper in Alarmzustand setzt. Sie haben so ein richtig körperliche Äußern, Sie spüren das richtig oder Herz schlägt schneller oder? Ja, also das ist ganz, also kein großes Geheimnis, dass das viele Leute haben, die auch in meinem Beruf sind, dass es natürlich ein Herzrasen gibt und dass man anfängt zu schwitzen und halt dann fängt die Angst vor der Angst an und das ist ein Kreislauf, der halt unangenehm ist. Aber Herr Janssens, ja. Man kann ja die Frage auch an Sie zurückspiegeln. Ja, ja. Mhm. Man kann sie auch zurückspiegeln. Also ich darf mal mir erlauben, das ein bisschen zu interpretieren. Jemand geht in die Höhle des Löwen in einer Situation, in der Leben und Tod immer auf dem Spiel steht und schafft durch eine ganz professionelle Konditionierung diese Situation zu beherrschen, wie Sie wahrscheinlich, wenn gleichzeitig auf der Intensivstation 7 Alarme
bei 7 Patienten sind, mit Team, ohne Team. Und wenn man dann nach Hause kommt, merkt man eigentlich, was man sich da angetan hat. Auch die Verantwortung, die man trägt, das, was man alles gesehen hat. Ist das bei Ihnen nicht aufgetreten, dass man danach sich fragt, auch Sie, Herr Kramer, das haben Sie gerade gesagt, was mache ich da? Ja, es ist mehr, also das ist interessant, das ist eine Körperlichkeit, die Sie da fast erleben. Also das ist so. Das kann das auch in der Psyche bleiben. Ja, ne, es ist schon so, dass ich nachts wach werde und reflektiere über das, was da so gewesen ist, auf das, was kommt, vor allen Dingen blicke, sich Sorgen auf. Ich empfinde es manchmal als Sorgen. Was zu schaffen, das ist, könnte man jetzt interpretieren, das ist auch eine Art von Angst. Na, ist. Sie wachen ja auf. Also wenn ich Ihnen zuhöre, der Moment, von dem wir sprechen, ist, Sie wachen auf. Dass Sie danach nachdenken, okay, Sie wachen auf. Also irgendetwas ist nicht in Ordnung, in Anführungsstrichen. Ja, absolut. Wachen Sie nachts ab und zu auf oder kriegen Sie auch ganz... Ich wache auf und dann fange ich an, dann fängt das Gehirn sofort an zu arbeiten, die Dinge zu verarbeiten, zu rekapitulieren, was ist da eigentlich geschehen, zu überlegen, wie gehe ich damit um, wie groß ist das Risiko, kann ich das irgendwie einschätzen, gibt es irgendwas, also das, so geht es zumindest bei mir. Ich versuche sozusagen mit der Situation umzugehen, aber ich spüre eben immer mehr, erstens, es hilft, darüber zu reden. Und das ist schwierig. Vielleicht passiert es im persönlichen Umfeld, Familie, wo man mit Vertrauten drüber reden kann. Sobald man schon einen Schritt weiter geht, wie wir heute Abend in dieser Sendung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für manche dann heißen wird, ach, guck dir diese Weicheier doch an. Ich habe neulich zum Beispiel, unser Ministerpräsident in Thüringen hatte Grabkerzen vor der Tür. Oder er hat anlässlich der Corona-Diskussion, hat er sich dann in der Zeitung geoutet und hat gesagt, wir sind doch auch alle am Ende mit den Nerven. Statt dass man gesagt hat, und ich habe es ihm auch gesagt, ich finde das großartig, dass du das so auch artikulierst, weil das gehört einfach dazu, kamen dann sofort Menschen, die gesagt haben, oh, jetzt macht er einen auf Mitleid. Und ich finde, das ist genau das, die falsche Reaktion. Wobei die es natürlich jedem erlaubt, so zu reagieren. Aber ich finde, es steckt Größe darin, auch darüber zu reden. Und ich würde sagen, es ist auch, glaube ich, also zumindest für mich ist es so, man kann dann auch schon mal so die Ventile aufmachen und so ein bisschen Druck ablassen. Also ich würde nur sagen, ich hätte Angst vor Menschen, die sagen, ich habe nie Angst, wenn ich das mal so zurückspiele. Ja, natürlich. Das würde mir wirklich Angst machen. Da sind wir uns einig. Aber es ist was Interessantes. Also wenn, das ist die Nacht oder das ist Dunkel, was nachts einen umgibt, wenn man wach wird. Und diese Gedanken oder Ideen, die dann kommen, sind eine ganz andere, haben eine ganz andere Farbe, um es mal so auszudrücken, eine ganz andere Farbe und eine andere Gedankenwelt, so dass ich wirklich sage, manchmal dann denke ich nachts an Sachen oder lass mal Angst oder was sein. Morgens in dem Moment, wo ich aufstehe, sehe ich das gleich, die gleiche Thematik, sie wird aber ganz anders dann von mir wahrgenommen. Mhm, und auch, richtig. Das ist wirklich so. Es ist schon so, ich denke da jetzt an Clytemnestra hier in der berühmten Strauß-Oper Elektra, die dann kommt, ich habe keine guten Nächte und dann die Träume, das ist eine der wahnsinns tollsten Szenen, Angst, wo sie sagt, sie hat ihren Mann umgebracht und wirklich diese und weiß, was ihr droht, nämlich dass sie das gleiche Schicksal erleiden wird. Und diese Szene ist par excellence, Angst, wo sie dann sagt und die Musik auch so wirklich eine Horrorszenario ist, wo du wirklich spürst, diese Frau geht an ihrer Angst kaputt. Also das habe ich Gott sei Dank nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen. Ja. Ist Angst ansteckend? Ich glaube, dass der Mensch in der Masse anders reagiert als Individuum und dass Angst ein schrecklicher Virus sein kann, ja. Massenpanik. Haben Sie das erlebt? Ja. Das ist ganz interessant. Also ich habe das schon oft erlebt, und Sie haben ja vom Team gesprochen, dass wenn da jemand Angst bekommt und die anderen schützen dich, im Team, das kann in jedem dieser Teams sein, dass man das Gefühl hat, jetzt werde ich stärker. Aber mir geht manchmal durch den Kopf, dass ich, wenn ich auch von mir rede, ich habe schon auch Leute in meinem Umfeld, wenn ich so in Angst war, auch in Angst versetzt, die normalerweise ganz stabil sind. Wie ist das bei Ihnen? Ja, Sie machen, also ich will es mal anders sagen, Sie verbreiten auch Angst. Ja, Sie lachen. Ich meine, die Klienten, die Sie haben, die Sie beobachten, die haben ja auch irgendwie hoffentlich Angst vor Verfassungsschutz, sonst könnten wir sie auch auflösen. Also
Das möchten ja einige. Wie ist das? Nein, in der Tat. Ich sage immer scherzhaft bei manchen Präsentationen, ich freue mich immer über den neuesten James-Bond-Film, weil danach die gesamte Öffentlichkeit immer denkt, was wir alles könnten oder was da an Gadgets gezeigt wird. Aber Spaß beiseite, in der Tat, natürlich. Das gehört zur Prävention dazu, auch für einen starken Staat, für eine wehrhafte Demokratie, zumindest den Eindruck zu vermitteln, wir könnten und wir würden auch entsprechend handeln und was tun. Und dass dann entsprechende Handlungen auch Konsequenzen haben. Natürlich spielt da auch Angst eine Rolle. Aber ich möchte noch mal gerade auf dieses Thema zurückkommen. Wie geht man in Führungsstrukturen als Führungskraft auch damit um? Und so schön es auf der einen Seite ist und so erstrebenswert ich es auch persönlich finde, also mir in der Tat, mir wächst mehr Vertrauen, wenn ich eine Führungskraft habe, die auch zugibt, dass sie selber manchmal im Unsicheren beziehungsweise vielleicht sogar Angst hat. Aber das kann ganz böse Folgen haben, wenn sie um sich herum ein Team haben, das mag noch so gut sein, Sie haben es gerade selber beschrieben, es färbt dann ab und plötzlich wird aus der Angst des Chefs, in meinem Fall, wird dann plötzlich so ein Unsicherheitsgefühl vermittelt. Das kommt nicht gut an und ich habe das selber oft genug auch im Bereich der militärischen Ausbildung erlebt. Ich bin ja nebenbei noch Truppenfachlehrer und mache politische Bildung an der Hochschule der Bundeswehr beziehungsweise an der Marineschule der Bundeswehr. Und da wird immer öfter auch darüber gesprochen, was erwarten wir von einem führenden Offizier oder überhaupt einer Führungskraft, wie sie mit solchen Krisensituationen umgeht. Und wenn da jemand Angst zeigt, dann kann das einerseits helfen, das kann aber auch ganz böse nach hinten losgehen, weil dann plötzlich alles in sich zusammenbricht. Denn alle starren in der Regel auf einen. Und wenn da falsche Signale kommen, also da muss man sehr vorsichtig dann auch als Führungskraft mit umgehen. Das stellt einen selbst auch an besondere Herausforderungen. Ich muss zugeben, als Patient, der ich auch bin, lieber Herr Janssens, dass ich, wenn ich einen Arzt oder eine Ärztin vor mir habe, ich, wenn ich spüre Unsicherheit oder Angst vor der Situation, dass ich mir am liebsten wünsche, aus diesem Bett rauszuspringen und in eine andere Station verlegt zu werden. Gleichzeitig, und diese Ambivalenz hat ja Herr Kramer gerade noch mal beschrieben, ist mir eigentlich der zweifelnde, der nachdenkende Arzt oder was auch immer lieber, als der, der reinkommt und alles von vornherein weiß. Wie löst man so eine Spannung, wo ja auch die Betroffenen selbst voller Angst ihnen gegenüber sind? Das ist wirklich eine super interessante Bemerkung, die Sie da machen. Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Beruf und in der Intensivmedizin, wo man ja wirklich viele Grenzsituationen reingerät, vor allen Dingen im Gespräch, vor allen Dingen immer in der Regel weniger mit Patienten jetzt als mit den Angehörigen, ist das eigentlich, hat sich im Laufe der Jahre ganz früh schon bei mir herauskristallisiert, dass ich das eigentlich als extreme Herausforderung gesehen habe und gesagt habe, wenn du mit Ehrlichkeit und Offenheit und ja, gewisser Form der Empathie, aber in so Gespräche und worum es zum Teil ja wirklich auch um Mitteilung nicht von schlechten Nachrichten, sondern wirklich erschütternde Nachrichten geht, das ist mittlerweile das Erfüllendste. Und wenn man da mit Angst reingehen würde, das wäre natürlich ganz verheerend. Ja. Man muss schon, und das muss man nicht spielen, man muss aber offen, ehrlich sein und vor allen Dingen, wenn man Zweifel hat in dem, was man jetzt mitteilt, das muss man mitteilen. Und dann kann man eine Atmosphäre des Vertrauens erzeugen, dass selbst in diesen schwierigsten Situationen plötzlich die Leute irgendwie erkennen in der Reflexion, dass der Weg tatsächlich in die eine oder andere Richtung so oder so geht. Und zwar, dass wir das gemeinsam entwickeln. Aber das Paternalistische beispielsweise, also hier, ich bin jetzt derjenige, das funktioniert in so einem Kontext aus meiner Sicht überhaupt nicht. Vor allem die Leute spüren das, selbst wenn man versucht, diese Angst zu überspielen. Aber mich interessiert eins. Alle drei haben sie gemeinsam, dass sie eigentlich mit dem Extrem zwischen Leben und Tod zu tun haben, mit Gewalt und Bedrohung. Ich meine, man kann ja als Mediziner viele Fachrichtungen laufen, aber die Intensivmedizin, jeder und jede, der irgendwie an sich oder bei Verwandten das mal erlebt haben, das ist so eine Station, da möchte man wirklich auch nicht für eine Stunde Da möchte man in guten Händen sein. Da möchte man wirklich nicht liegen. Und wenn man das medizinische Personal, das Pflegepersonal vor Augen hat, dann ist das immer High-End. Das ist auch immer kurz vor Schluss. Gerade entweder noch mal zurück in die normale Wachstationen oder leider dann auf einen Friedhof. Ich meine, warum sucht man sich gerade diese extreme Belastung aus? Also ich will es jetzt mal platt sagen, ich hätte Angst vor diesem täglichen Moment, auch mit dem Tod konfrontiert zu werden. All das, warum macht sie das? Es ist kein Kitzel, es ist auch nicht irgendwas, es ist, also wenn ich von meinem Beruf sprechen darf, es ist was unglaublich Erfüllendes in diesen Grenzsituationen tatsächlich
wirken zu können. Das sagen auch die Pflegekräfte, also die wirklich ja noch viel näher dran sind. Die sind ja so nah dran, gerade so unglaublich nah an genau dieser Schnittstelle. Die machen das tatsächlich aus absoluter Überzeugung, Berufung, um das mal zu überhöhen. Ich will es nicht überhöhen, aber das machen die wirklich, weil da brennen die dafür und das empfinden die auch so. Die leiden natürlich auch drunter unter den Schicksalen von einzelnen Verläufen. Warum macht man das? Es geht nicht um Kitzel. Ich bin mal ganz interessant, was Sie darauf sagen oder was Sie danach also sagen. Es ist was extrem Erfüllendes. Also das glaubt man gar nicht. Und selbst, selbst wenn jemand gestorben ist und man es geschafft hat, den guten Tod umzusetzen, das ist wirklich, das darf man jetzt nicht, das darf keiner jetzt falsch verstehen, aber es ist eine Form von Glücksgefühl, dass man gesagt hat, selbst in der schwierigsten Situation, selbst in dieser Situation, ist es uns gelungen als Team, dieses Schrecken zumindest ertragbar zu machen. Das muss ich kurz hinterfragen, weil was ist in Ihrem Sinn ein guter Tod, was Sie es eben gesagt haben? Also Intensivstation, das ist mir jetzt so im Ohr und da will ich wirklich sehr ernsthaft nachfragen. Was verstehen Sie darunter? Verstehen, dass es keine Alternative mehr gab und dass man gut gehen konnte. Begleitet, beschützt. Selbst wenn man ganz allein ist. Trotzdem, dass man es auch zugelassen hat. Erleben Sie irgendetwas, wenn Sie bei Leben und Tod in Sudan oder wenn es Jemen wäre oder wenn es Syrien wäre, erleben Sie irgendetwas, wenn Sie an dieser Kamera arbeiten, dass es einen guten Tod gibt? Ich glaube, unsere Berufe unterscheiden sich von Ihrem, Herr Janssen, weil wir haben mit menschengemachten Leid zu tun. Und Sie sind, das ist eine höhere Gewalt bei Ihnen, ob man gesund ist oder krank ist. Und ich denke eben, das verbindet uns vielleicht, dass wir da noch Einfluss nehmen können, dass die Menschen aufhören, sich das anzutun. Und das, was ich gesehen habe und was ich gehört habe, ist primitiv. Das ist die dunkelste Seite eines Menschen, die auch im Akt des Töten noch die Menschen degradieren. Also es sind fürchterliche Bilder, wenn die Menschen umbringen, dann passieren eben körperlich auch noch manchmal Sachen oder, also das möchte ich jetzt gar nicht aussprechen, aber ein Menschen Todesangst, Männer haben auch noch Zeichen eines letzten Aufbegehrens und dann wird das fotografiert und die Leute lachen darüber. Es ist das Primitivste, was es gibt auf der Welt. Der Akt des Töten ist primitiv. Aber wie hält man das aus? Dagegen zu kämpfen und Unrecht braucht Zeugen, weil sonst lebt es ewig weiter. Wenn es niemand dokumentiert und wenn es niemand weiß, fühlen die Menschen sich sicher. Und man muss ihnen sagen, dass es falsch ist und dass sie dafür in der Hölle schmoren werden, dass das zurückkommt auf sie. Sie dürfen nicht in dieser Straflosigkeit weiterleben. Weil es sind immer die Schwächsten, die fertig gemacht werden. Auch im Kongo ist ein Krieg gegen die Frauen. Von 3 Frauen werden 2 vergewaltigt. Warum? Weil es Straflosigkeit gibt für die Täter. Und das muss man dokumentieren. Sie haben vor allem die Bilder, denke ich, an der Stelle sind auch noch mal eine ganz besondere Ausdrucksweise, die es auch noch mal besonders schockierend machen. Insofern besonders wirksam sind, wenn das dann auch noch mit Bildern dokumentiert wird. Das ist was anderes, als wenn man nur in Anführungsstrichen drüber schreibt. Natürlich macht sozusagen der Gedanke, der dann überspringt vom Geschriebenen, auch was aus. Aber die Bilder, glaube ich, haben da noch mal eine viel tiefer gehende Wirkung. Ich will Sie beide aber trotzdem noch mal was fragen, weil ich ja vor ein paar Minuten schon gefragt habe, ist Angst ansteckend oder überträgt sie sich? Also wenn ich jetzt mit Ihnen befreundet wäre, Familie wäre, dann würde es mir furchtbar Angst machen, wenn Sie dann zurückgekommen sind, dass Sie mir erzählen, ich mache es wieder. Es würde mir Angst machen, wenn ich Familie wäre, zu wissen, dass ein Anschlag, ein Gewaltakt bei Ihnen wahrscheinlicher ist als bei Heinz Müller. Und wie gehen Sie eigentlich mit dieser Angst um in Ihrem Umfeld? Sehr egoistisch. Ich habe keine eigene Familie und deswegen, also ich habe keine Kinder in dem Fall und deswegen kann ich einfach nicht höflichkeitshalber ein Leben führen, das nicht meins ist. Mein Beruf ist meine Berufung, das bin ich. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, alle am Tisch gemeinsam, dass man den Beruf nicht von der Privatperson trennen kann. Ist das bei Ihnen beiden so?
Wie ist das mit Ihrer Familie? Wie ist das mit Ihren Freunden? Das ist eine Haben die mehr Angst als Sie selbst um Sie? Das ist eine spannende Frage. Ich kriege hin und wieder so den Anruf so nach dem Motto, sieh zu, dass dein Schutzengel schnell genug ist. Aber teilweise ist es bei mir Egoismus, ähnlich wie Sie es gerade geschildert haben. Und andererseits habe ich diese Diskussion mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern geführt. Und wir sind uns darüber im Klaren, was ich tue. Ich bin glücklicherweise nicht in der Situation gewesen, dass sie Nein gesagt haben, sondern sie haben alle gesagt, natürlich machst du das. Weil bei uns vielleicht auch durch die jahrelange Erfahrung im Umgang mit dieser Gefahr, ich bin vor vielen Jahren mit meinen beiden Töchtern hier auf dem Kudamm an Yom Kippur angegriffen worden von jemandem auf der Straße. Traumatisches Erlebnis auch für die beiden Mädchen. Aber im Ergebnis haben alle gesagt, nein, wir ziehen das durch. Wir wollen, dass du das machst, weil wir wollen uns dem entgegenstellen. Das ist auch nicht so einfach nur dahergeredet. Das ist auch mit viel Tränen manchmal verbunden gewesen. Aber im Grunde, und das war für mich auch die Kraft, die da rauskam. Also einerseits habe ich gesagt, ich will das machen. Weil ich will diese Haltung zeigen, ich will mir einfach den Mund nicht stopfen lassen an der Stelle. Und andererseits hat mir aber dann auch geholfen, dass die, was Frau und Kinder gesagt haben, wir wissen um diese Gefahr, auch für uns. Im Endeffekt schützt uns niemand vor irgendwas. Wir wollen, dass du das weitermachst, weil auch wir von unserer Überzeugung her eher sagen, lieber erhobenen Hauptes als auf den Knien. Können Sie das nachvollziehen? Ja, absolut. Aber ich meine, das haben Sie ja sehr gut eben beschrieben, dass dadurch ein klarer Unterschied zwischen dem, was Sie erleben und das, was ich erlebe. Also in der Tat der klare Unterschied, dass hier Menschen hingehen, Sie vielleicht bedrohen tagtäglich mit irgendwelchen Hassmails. Ich bekomme ja mittlerweile auch schon welche. Hm. Und das ist ja was ganz, ganz anderes, als wenn ich jetzt hier da stehe oder wir versuchen, Menschen in diesen Grenzsituationen, wie wir das eben gesagt haben, der gute Tod. Und das erleben sie natürlich nicht. Wir erleben natürlich leider Gottes immer wieder und immer mehr und immer häufiger natürlich auch ganz andere Situationen. Ich meine, wir kämpfen ja gerade auch in der deutschen Medizin gerade auch sehr, sehr stark darum, dass wir genau da wegkommen, wieder dahin kommen, dass, ich sage das mal, der Tod von diesem Rand, in dem er sich bei uns befindet in Deutschland, finde ich in unserer Gesellschaft, dass der wieder so ein bisschen mehr zurückkommt, dass das auch Bestandteil unseres Lebens ist. Wie soll das zurückkommen, wenn wir eine Gesellschaft sind, die viele Single-Haushalte hat, gerade in den Großstädten, auch das generationelle Leben kaum mehr Erfahrung hat, also Großeltern, vielleicht sogar Urgroßeltern. Der Tod ist, so scheint es mir, exkludiert aus dem Alltag. Und erst jetzt mit der Corona-Pandemie gibt es so eine Ahnung. Aber bis dahin hieß es doch, immer länger leben, Krankheiten überwinden können. Der Tod ist etwas, was man schnell hinter sich bringt. Oder es betrifft andere. Ja, es ist komplett. Und das ist, wenn wir über Angst reden, wir reden ja über Angst. Das hat mir über viele Jahre eigentlich immer Sorge oder nahezu Angst. Aber dass das einfach so weg ist und dass wir da immer sitzen. Und alle sind ganz erstaunt, wenn sie zu uns ins Krankenhaus kommen oder auf die Intensivstation kommen, dass sie in dem Moment, wie sie mit einer bestimmten Krankheit kommen, eine Wahrscheinlichkeit haben von 30, 40, 50%, dass sie das nicht überleben werden. Und das ist völlig abstrus bis zu dem Moment gewesen. Das gab es nicht. Und das führt natürlich dazu, dass diese Themen ganz weg sind. Das ist die Unendlichkeit des Seins wird versprochen. Die Medizin mit den ganzen technischen Geräten hat immer weiter und immer breiter geworden. Und es überhaupt wird gar nicht darüber gesprochen, dass tatsächlich hier ein natürliches Ende da ist, was wir auch wieder zulassen müssen. Ja? Und dadurch kommen wir in viele, viele Konfliktsituationen auch rein. Und das ist natürlich was ganz anderes. Wenn ich mir vorstelle, wo Sie da sind und wenn Sie das beobachten, wo offensichtlich so Menschen leben oder viele Menschen leben, überhaupt keine Rolle mehr spielen, wo das einfach fast ist wie, wenn die dann, ich stelle mir das vor, dann Menschen totschießen mit Maschinengewehren und wo wir um 80, 90, 100 Jahre kämpfen und wirklich denken manchmal jeden Tag, versuchen wir aber noch was zu erreichen. Das ist so ein Gegensatz, finde ich, das ist ja, Herr Friedmann, geht denn das nicht so? Ja, ich muss, während ich Ihnen zuhörte, wirklich an meine früheste Jugend denken. Ich habe als erstes Studium Medizin studiert, ich habe es dann abgebrochen. Und ich habe es abgebrochen aus vielerlei Gründen. Ich habe auch nie verstanden, dass H2O Wasser ist. Okay. Einige verstehen es. Es wurde nichts draus. Ich konnte es auswendig lernen, aber mehr war es nicht. Aber einer der Gründe war auch, ich bin dann, wie sich das gehört, hatte ich ja mal eine Praktika zu machen. Und ich hatte Angst,
dass ich, wenn ich eines Tages Arzt werde, Fehler mache. Hatte Angst davor, Fehler zu machen. Aber das haben wir doch eigentlich in... Aber waren das die Fehler oder waren das die möglichen Konsequenzen aus diesen Fehlern? Es waren die Fehler. Nein, also wenn wir jetzt ernsthaft reden, die Konsequenzen kommen danach. Die Angst war, ich habe etwas nicht kapiert, ich mache das, was man so einen ärztlichen Fehler nennt, ich habe die Situation nicht realisiert, ich habe vergessen, wie man das oder was anderes in so einem, also Angst einfach, dass aufgrund meiner Verantwortung, obwohl ich ja eigentlich Arzt bin, ich in Anführungsstrichen in diesem Fall gescheitert bin. Haben Sie diese Angst, dass Sie einen Fehler machen, auch? Absolut. Mit dieser Angst, also mit diesem, ich würde sagen, mit dem klaren Bewusstsein darum, fängt man jeden Morgen an. Also auch schon eine Visite hat ja verschiedene Möglichkeiten, ohne dass ich irgendwas jetzt aktiv mache und dass ich irgendwas operiere oder irgendwas, schon Entscheidungen, die man trifft, hat man doch wirklich die potenzielle Möglichkeit, mit dieser Entscheidung eine falsche Entscheidung getroffen zu haben. Ich erkenne irgendetwas nicht, übersehe irgendetwas und die Konsequenzen können tatsächlich Tage später fatal sein. Und mit diesen Angst, und das, dann ist der Angst aber irgendwann mal ein schlechter Begleiter meines Berufes. Wenn ich mit dieser Angst dauernd leben würde, dann gerate ich in so eine Übervorsichtigkeit rein. Und das führt dann dazu, dass ich mich nach allen Seiten absichere. Und dann bin ich irgendwann mal handlungsunfähig, kann keine gute Medizin mehr machen. Deswegen habe ich aber gerade auch, Herr Friedmann, Sie gefragt, warum ist es wirklich nur der Fehler, vor dem Sie Angst gehabt haben? Oder ist es die Konsequenz, die mit dem Fehler verbunden ist? Wenn man noch Student ist, ahnt man keine Konsequenzen. Ich sag mal, es ist ja was anderes, ob ich an meinem alten Land Rover rumschraube und ich weiß genau, naja, wenn du jetzt die Schraube zu fest anziehst, nach fest kommt los, die kann ich im Zweifel ersetzen, auch wenn es dann Geld kostet und Schwierigkeiten macht. Aber wenn ich zum Beispiel wie hier bei Ihnen, wenn ich es mit Menschen zu tun habe, wo ich sozusagen, gut, wenn das Bein dann kaputt ist, kann man es vielleicht auch wieder reparieren. Aber das sind Dinge, die tiefer gehen. Herr Kramer, das betrifft Sie doch auch. Sie treffen eine falsche Einschätzung einer Gefährdungslage. Ja, oder Ihr Minister hört Ihnen nicht zu und Sie merken, Sie haben es vielleicht falsch kommuniziert. Sie, Frau Leeb, sind unterwegs und haben vielleicht das Risiko dann doch nicht richtig eingeschätzt, weil Sie von Ihrem Gefühl des Idealismus, ich sage das ganz positiv, überfraut wurden. Also die Frage spiegle ich Ihnen gerne zurück. Das hat ja irgendetwas auch mit dieser Risikoeinschätzung zu tun, aber auch mit den Grenzen, in denen wir leben. Und ich gebe ganz offen zu, jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, es gäbe eine Grenze, das macht mir Angst, weil ich eigentlich die Grenzen überwinden will. Und ich weiß, je mehr ich sie überwinde, desto größer ist die Risikosituation. In dem Fall für mich eine andere, als wenn ich Ihr Patient bin und Sie schätzen es falsch ein oder Sie sind unterwegs und sehen das nicht oder bei Ihnen. Also mich irritiert das schon mein ganzes Leben lang. Ich glaube schon, wir sind nah beieinander. Ich will trotzdem noch mal auf eins zurückkommen. Das Risiko und die Konsequenzen gehören für mich mit dazu. Denn den Fehler an sich zu machen, finde ich nicht nur richtig, vernünftig und natürlich, sondern ich habe gelernt, ich lerne aus diesen Fehlern. Deswegen muss ich Fehler machen, um mich tatsächlich auch weiterzuentwickeln. Die Frage ist allerdings, was bedeutet es, wenn ich an dieser Stelle einen Fehler begehe? Ist das reparabel? Auch in meinem Amt, Sie haben Gefährdungslagen gesagt, oder wenn meine Leute rausgehen und ich ihnen bestimmte Aufträge erteile, die sie auch persönlich in Gefahr bringen. Leben und Tod steht da genauso auf dem Spiel. Da muss ich sehr wohl abwägen, aber es fällt mir natürlich sicherlich leichter, auch mal ein gewisses Risiko an bestimmten Stellen einzugehen, wenn ich eben weiß, was kann denn da am Ende passieren. Und deswegen nochmal, ich glaube, das kann man nicht voneinander trennen. Der Fehler an sich ist nicht das Problem. Auch einen Fehler einzugestehen ist für mich nicht das Problem. Aber das ist dann vielleicht der Unterschied auch zwischen uns beiden. Aber wobei, so wie ich Sie kennengelernt habe, weiß ich, dass auch Sie zwar ungern, aber Fehler eingestehen ist nicht der Punkt. Das gehört zum Leben dazu. Aber die Frage ist halt eben immer, in welches Risiko gehe ich am Ende damit ein? Sie gehen das allerhöchste persönliche Risiko von uns Vieren ein. Aber ich bin nur für mich selber verantwortlich und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie gerade gesagt haben, weil ich würde jetzt zum Beispiel nicht eine junge Person mitnehmen und dann eine Fehlentscheidung treffen mit also unwiederbringbaren Konsequenzen. Dann würde ich, also das verstehe ich, das könnte ich auch schwer ertragen. Warum sagen Sie eine junge Person? Eine ältere, ja? Ja, die haben für gewöhnlich mehr Lebenserfahrung.
Aber junge Leute sind schon oft sehr idealistisch und gehen einfach größere Risiken auch ein, weil sie einfach oft noch an das Gute glauben und denken, dass sie noch viel verändern können. Viele Menschen haben momentan, Herr Janssens, sehr viel Angst. Das Stichwort ist Coronavirus. Macht Ihnen das Coronavirus Angst? Mehrfacher Hinsicht. Also ich kann mich an letztes Jahr erinnern, da ging das ja gerade los. Und relativ am Anfang, im März, da ist ein Kollege aus einem anderen Bereich des Krankenhauses, kam mit 5-6 Tagen Fieber, schlechter Allgemeinzustand und lief dann noch unter dem Kapitel Influenza. Und wurde dann irgendwie, ich sehe es noch vor mir, wurde da bei mir auf die Station geschoben und ich dachte, was macht der hier? Ja, der ist SARS-CoV-negativ. Ich sage, das kann ja nicht sein. Den können wir jetzt nicht hinschieben, das ist unklar, weil da waren die ganzen Testverfahren, alles war unklar. Das war wirklich so diffus am Anfang. Wir konnten die Gefahrenlage gar nicht abschätzen. Dann wurde das so runter, wieder auf die Isolierstation und dann, weil er auch ein Kollege war, habe ich mich auch um ihn gekümmert, bin bei ihm gewesen und da habe ich mich persönlich nicht so ausreichend geschützt. Also ich habe nicht das, was man angezogen kann, FFP2-Maske, sondern er war da eher ein bisschen nachlässig und wahnsinnig gehustet. Und da habe ich also wirklich 2-3 Wochen, er hat einen furchtbar schweren Verlauf genommen, der arme Kollege. Er hat es geschafft mit der Hilfe von vielen, vielen Leuten. Er hat es wirklich geschafft. Und da habe ich 2 Wochen lang auch gedacht, wenn du das jetzt auch bekommst, das sieht ja nicht so gut. Da habe ich Angst davor gehabt. Danach hat sich die Angst aber verflüchtigt, weil wir wussten genau, wie man umzugehen. Schutz. Und das hat auch gut funktioniert im ganzen Umfeld im Krankenhaus. Da habe ich die Angst verloren. Aber die Angst, die jetzt da ist, ist so eine ganz andere geworden. Mhm. Das hat sich unglaublich geändert. Und das hat eine ganz andere Dimension erlangt, wenn ich die letzten Wochen, eigentlich seit Januar mehr anschaue, weg von so einer Angst vor einer Krankheit, zu fast einer globalen Angst, die so ganz viele Aspekte inkludiert. Also wir leben ja im Elfenbeinturm, weil wir natürlich von morgens bis abends nur mit diesem Thema zu tun haben. Aber aufgrund meiner Engagement in den Fachgesellschaften habe ich ein bisschen darüber hinaus damit zu tun und kriegen schon mit, auf welchen Ebenen sich da die Ängste aufgebaut haben. Und das ist aus meiner Sicht so aus dem Ruder gelaufen, auch die damit verbundene Spaltung auch, die auch immer offensichtlicher wird, ja, dass mir das tatsächlich mehr Angst macht als der Virus. Weil ich glaube, der oder das Virus, kann man ja, glaube ich, beides sagen, den können wir in den Griff kriegen. Und dieses Bewusstsein, dass wir das eigentlich schaffen können und dass es irgendwie nicht bis jetzt bei uns nicht gelungen ist, das macht mir so ein bisschen Angst. Werden wir das schaffen? Haben Sie das Gefühl, dass man das Virus in den Griff bekommt? Viele Menschen in diesem Land haben eben nicht mehr diese Zuversicht. Sie haben das Gefühl, es gibt einen Rückschlag und dann erzählt man die Mutante und dann erzählen die einen dies und die anderen jenes. Was macht denn dieses Jahr Coronavirus mit Ihnen? Haben Sie Angst um Ihr Leben, um Ihre Gesundheit, um einen schweren Verlauf, wenn Sie sich anstecken würden? Das ist keine Frage, die man mit Ja, Nein oder einfach nur einem Satz beantworten kann. Ich denke, da Sie haben Zeit, bin ich bei viele Sätze, die Sie auch immer brauchen. Das ist auch ein Prozess, den auch ich durchgemacht habe in dieser Zeit, wo wir jetzt alle auch mit dem Virus leben. Das eine ist ja am Anfang sicherlich die Angst, sich zu infizieren, aber jetzt nicht Todesangst im Sinne von, sondern eher das Gefühl, Vorsicht, gesunder Menschenverstand, wie gehe ich damit um, was kann ich tun, um mich zu schützen? Um dann zu erleben, in einem Moment leichtsinnig gewesen zu sein und es dann doch gekriegt zu haben. Es dann glücklicherweise überstanden zu haben, ohne schwere Nebenwirkungen, aber schon mit einer gehörigen Portion Symptome, wo ich gedacht habe, muss ich nicht nochmal haben. Das ist das eine. Und dann eben das, was Professor Janssen gerade auch nochmal beschrieben hat, diese vielen anderen Baustellen, die mit Corona jetzt zusammen, also der Virus steht für viele andere Baustellen, die sich plötzlich aufgetan haben. Die Frage in unserer Gesellschaft, wie gehen wir damit um? Das eher gegeneinander statt miteinander. Ich will jetzt auch nicht den sozusagen nur schwarz sehen, aber wenn ich dann so einige höre, die mir dann erklären, auch Politikerinnen und Politiker, unsere Gesellschaft sei zusammengewachsen.
Vielleicht, und da sitze ich dann nur wieder in meinem kleinen Mäuserädchen und sehe nicht das Ganze, aber ich habe bisher noch nicht so wirklich gesehen, wo wir an welchen Stellen wir wirklich zusammengewachsen sind, sondern ich sehe hauptsächlich eben auch aus meiner beruflichen Perspektive natürlich mehr, wo wir auseinander dividieren, wo diese Gesellschaft eben nicht das tut, was man eigentlich erwarten würde, auch bei dem Thema Tod, so nach dem Motto, Mensch, wir sitzen hier alle in einem Boot, wir nehmen aufeinander Rücksicht, wir beißen die Zähne zusammen, wir haben da vorhin noch im Vorgespräch so ein bisschen uns darüber ausgetauscht. Und wir ziehen das jetzt einfach nur durch. Wir sind alle mit den Nerven fertig und wir würden alle gerne lieber wieder alles Mögliche tun. Vielmehr erlebt man momentan, dass einige wenige, aber immer mehr am liebsten machen wollen, was sie wollen und der Rest ist ihnen völlig egal. Abgesehen davon, dass man vieles auch nicht mehr nachvollziehen und verstehen kann, das will ich durchaus auch noch gelten lassen, aber das sind also ganz verschiedene Baustellen, die da eine Rolle spielen und nicht zuletzt auch die Frage, was macht das mit unserer Gesellschaft, was macht das mit unserer Demokratie, wie kommen wir da hinten wieder raus, das sind alles Dinge. Darüber wollen wir gerne reden, aber ich habe Ihnen zugehört und da gab es einen Moment, wo ich mir dachte, aha, Sie sagten, Sie waren dann einen kurzen Augenblick leichtsinnig und dann haben Sie sich angesteckt. Aber ist es nicht das, worüber wir reden, dass in den Monaten einige Menschen, auch Sie, immer wieder, auch Menschen, die sagen, ich nehme das ernst, leichtsinnig sind, weil es irgendwie zum Leben nicht gelernt ist oder vielleicht in jedenfalls hochentwickelten Gesellschaften wie unseren auch nicht verstanden wird, warum man das alles so radikal zurückfahren muss. Wie ist es denn für Sie im Erleben mit dem Coronavirus? Ich finde es interessant, weil es in der globalisierten Welt, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte ist, dass wir alle zur gleichen Zeit das gleiche Problem haben. Es war früher immer zeitversetzt. Und was am Anfang teilweise auch ja, lustig war, wie die Leute auf den gleichen Reflex Angst reagieren. Also in Frankreich war der Rotwein ausverkauft und die Kondome in Deutschlands Klopapier und Hefe und in Amerika Pharmazeutika und Waffen. Und das zeigt, wie irrational Menschen sind bei Angst. Ein Virus kann man nicht erschießen. Was natürlich einfach ein Problem ist, ist, was auch der Harari gesagt hat, dass wir nicht als Weltgemeinschaft zusammenarbeiten, sondern anfangen, gegeneinander zu arbeiten. Und das passiert natürlich auch im eigenen Land. Und das ist sozusagen die Hochzeit der Demagogen meines Erachtens, weil Menschen, die Angst haben, nicht mehr rational denken und auch nicht mehr rational wählen. Aber Herr Janssens, wenn wir jetzt heute noch mal darüber reden, es ist ja über ein Jahr. Wissenschaftler, Ärzte wie Sie warnen ganz konkret jetzt, das Coronavirus nicht zu unterschätzen. Der Deutsche Bundestag hat jetzt ein Bundesgesetz beschlossen. Ich will jetzt nicht die Überschrift nennen, aber dieses Gesetz hat ganz bestimmte Zahlen eingeführt. Im Prinzip geht es um das, was wir Lockdown verstehen. Und Sie sagen und unterstützen das auch, ich darf Sie mal zitieren, um Leben zu retten, brauchen wir einen Lockdown, müssen wir lernen, dass der Verzicht die einzige Chance ist, das Virus zu besiegen. Es gibt Leute, die sind der Meinung, dass das so nicht alleine stehen kann. Was antworten Sie denn denen? Daher nicht nur der Verzicht. Wir haben natürlich mehrere, jetzt darf man den Begriff Waffen schon im Köcher. Es ist ja nicht so, dass wir mit einer einzigen Maßnahme, wo jetzt in Deutschland tagelang darüber diskutiert wurde, nämlich über die Ausgangssperre oder wie ich mal ganz gerne sage, Ausgangsbeschränkung, die es ja nun mal letztendlich ist. Naja, Schulen sollen jetzt national geschlossen sein, wenn ein gewisser Wert erreicht ist. Ab 100 ist es ja nicht nur die Ausgangssperre nachts, sondern der ganze Tag ist anders gestaltet. Die Geschäfte sollen wieder zumachen. Ja. Also wir sprachen ja von den verschiedenen Betroffenheiten, um die es geht. Und nicht nur Sie, die meisten Wissenschaftler und sagen das, aber die Botschaft ist doch eigentlich, Volker, ich habe das mehrfach und immer wieder gesagt, dass wir natürlich als Intensivmediziner mittlerweile ja sogar auch auf der Anklagebank stehen und wirklich quasi jetzt die Verursacher des Gesamtschadens sind, nämlich von diesem Gesetz, weil in der Tat vorher monatelang wurden die Virologen bemüht immer und als argumentative Kette genutzt und seit Anfang des Jahres oder seit Februar, März sind es die Intensivmediziner, weil wir uns tatsächlich aus Sorge vor dem, was kommt, vermehrt gemeldet haben. Ich möchte es jetzt mal umgekehrt ausdrücken.
Und da sind wir wieder bei dem Thema, das ist alles so belanglos geworden. Wenn wir hören, heute sind 236 oder 350 Tote. Einer Woche, letzte Woche Sonntag, hatten wir gerade mal 80.000. Heute sind es wahrscheinlich schon 81.000. Und dann verliert das plötzlich irgendeine Dimension. Ich sehe aber auch heute Morgen bei mir auf der Station, im Laufe des Tages sind zwei Patienten verstorben. Und zwar wirklich tragisch. Und das sind Einzelschicksale. Da könnte man sagen, muss man jetzt in Kauf nehmen, wie das ja offensichtlich auch in der argumentativen Kette einige tun. Es gab ja Leute von Wirtschaftsverbänden, die gesagt haben, wie viel Corona-Tote können wir uns als Gesellschaft denn vielleicht leisten, um alles andere zu retten. Aber diese Diskussion oder der Stresstest der Intensivmedizin, was ein Virologe sagt, das ist ja fast nahezu zynisch. Es ist doch nun so, wenn wir jetzt 5.000, 6.000, sonst sind es 7.000 Patienten, die werden wir auch alle behandelt bekommen, dann ist es aber trotzdem sind es 7.000 Einzelschicksale, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das versterben werden. Wir wollen doch gar nicht, dass die da liegen. Wir wollen übrigens auch nicht, wenn ich die ganzen Wochen das Thema Triage gehört habe, worüber wir uns im letzten Triage, Jahr... Triage, also das Auswählen bei Patienten, wer kann noch behandelt werden. Genau, dann wird gesagt, ich habe immer gesagt, wir werden die Triage hier nicht erleben, weil wir ein fantastisches Gesundheitssystem haben. Und einige haben dann auch gesagt, es könnte sein, dass Triage kommt. Also... Die Softe soll ja schon da sein. Ja, Softe Triage, dieser Begriff fiel ja auch in der letzten Woche. Es bedeutet in der Tat letztendlich, dass ich auf einer Intensivstation bin, die ist liegt voll. Ich habe unten in der Notaufnahme 4 schwerstkranke Patienten mit Covid-19-Erkrankung, die eigentlich alle beatmet müssen. Ich habe kein Beatmungsgerät, habe aber 4 Patienten, wo wir mit absoluter Sicherheit wissen, dass die das nicht überleben werden. Ich nehme dann einen Patienten weg nach reifischer Überlegung im Team und gebe dieses Beatmungssystem anderen. Dann kommt der Verfassungspräsident, der ehemalige Papier, und sagt an, wenn du das tust, ist das eine Straftat. Und das ist meine Sorge ist halt, dass wir tatsächlich, ich sage das jetzt mal überspitzt, die Untätigkeit des Staates, man möge mir das verzeihen, in so eine Situation reingetrieben werden, Ärzte und Ärzte, dass ich dazu gezwungen werde, sowas zu machen, einen abzunehmen, damit ein anderer eine größere Erfolgsaussicht hat, zu überleben, das überlebt, dann werde ich posthum von Strafgericht gestellt. Aber haben Sie Angst? Aber das kann es ja nicht sein. Nein, aber haben Sie Angst vor dieser möglichen Strafverfolgung? Nein, überhaupt oder haben nicht. Ich würde Sie Angst, mit großer Freude vor Gericht stellen lassen. Oder haben Sie Angst, dass Ihnen das unter Umständen in den nächsten Tagen oder Wochen passieren wird, dass Sie diese Entscheidung werden treffen müssen? Ich habe das ja gesagt, ich glaube nicht, dass das eintreten wird, aber die Möglichkeiten sind da. Die Möglichkeiten sind da, wenn das aus dem Ruder laufen würde. Und deshalb haben wir seit Wochen und Monaten eigentlich und schon im letzten Jahr immer wieder gesagt, wir brauchen jetzt wirklich ein durchgreifendes Ergebnis. Schauen wir uns auf Irland, schauen wir uns doch auf England. Man kann jetzt sagen, das ist alles Quatsch, was da passiert. Da haben die Leute das alles mitgemacht. Die sind wirklich dramatisch runter mit den Infektionszahlen und aus so einem Risikobereich raus. Also es ist auch wirklich so, dass dauernd immer wieder darüber diskutiert wird, macht das alles Sinn? Ich kann dem Herrn Lindner oder wem auch immer auch nicht genau sagen, ob jetzt ein Curfew, wie das in England heißt, also eine Ausgangssperre, welche Effekte die hat. Aber es gibt schon Daten, die zeigen, sie haben Effekte neben vielen anderen Effekten. Und dass dieses Wir, dass wir das gemeinsam lösen, und das ist ja das Problem, diese Spaltung, die in den letzten Wochen vor allen Dingen massiv vorangetrieben worden ist, bis hin jetzt zu den Verfassungsklagen, die ja jetzt angekündigt werden, führt dazu, dass alle sagen, naja, meine persönliche Freiheit, abends um 22 Uhr noch auf die Straße zu gehen, ist mir höherwertig als das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Aber das und diese Diskussion halte ich für verantwortungslos, auch für diejenigen Politikerinnen und Politiker. Mag es juristisch richtig oder falsch sein, die genau in dieser Situation sagen, wir müssen darüber diskutieren, sehr gerne, aber dass der Eindruck vermittelt wird, dass diese Freiheitsrechte eben über der körperlichen Unversehrtheit, selbst der Präsident des Bundesverfassungsgerichts hat schon mal sehr deutlich auch im Bereich der Versammlungsfreiheit gesagt, es steht nirgendwo geschrieben, dass die Versammlungsfreiheit höher zu bewerten wäre als die körperliche Unversehrtheit. Weil am Ende, wenn ich mir jetzt auch diese Triage-Diskussion angucke, auch die Bilder, die wir jeden Abend im Fernsehen sehen, über die Intensivstation, wo auch die Toten, die sterbenden Zahlen genannt werden, damit soll ja im Grunde genommen meines Erachtens der letzte Versuch unternommen werden, noch ein Stück weit Common Sense in die Leute reinzukriegen, dass wenn sie sich an die Hygienevorschriften halten, die Chancen zumindest größer sind, dass wir einfach aus dieser ganzen Pandemiesituation
Situation rauskommen. Und das finde ich gerade in so einer zivilisierten, in Anführungsstrichen, wobei ich glaube, wir sind uns alle einig, die Zivilisationsschicht ist ziemlich dünn. Man kratzt ein bisschen dran und dann kommt man sehr schnell an ganz andere Instinkte, die in so einer Gesellschaft, auch in unserer hochindustrialisierten, plötzlich eine Rolle spielen. Das macht aber doch deutlich, wo stehen wir denn eigentlich in dieser Gesellschaft? Wie beantworten Sie Ihre eigene Frage und Sie dann, Frau Leeb, vielleicht die Frage von Herrn Kramer? Wo stehen wir? Ich will im Moment keine Prognose abgeben. Ich bin zwar ein unverbesserlicher Realist. Wo stehen wir heute? Wir stehen möglicherweise vor einer Situation, wo wir die Ärztinnen, Pfleger in den Krankenhäusern dazu zwingen, dass sie am Ende Triagenentscheidungen treffen müssen. Und das finde ich extrem verstörend, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, aber das ist ja die eine Medaille. Das sind ja die Leute, die jetzt diese tragischen Entscheidungen treffen. Das sind tragische Entscheidungen, treffen müssen. Wir haben uns im letzten Jahr wirklich darauf vorbereitet. Wir haben ja ein Papier geschrieben dazu, wo wir wirklich gesagt haben, wir haben das Wort Triage gar nicht benutzt, sondern wir haben eine ressourcenlimitierte Umgebung, ja, also wenig Ressource, also Beatmungsräte. Haben wirklich Handlungsanweisungen geschrieben, haben da, das geht ja jetzt auch aufs Bundesverfassungsgericht, weil dann die Behinderten tatsächlich Angst hatten, dass sie in so einem Prozess überfallen. Ja, wobei wir halt ganz klar gesagt haben, Behinderung, Alter beispielsweise, spielen überhaupt keine Entscheidungskriterien. Ja? Also überhaupt keine. Sondern ich finde ein wahnsinnig kluges Papier, was wir in mehreren Runden geschrieben haben, was wirklich eine große Hilfe ist, zumindest ein Anhalt bietet. Was mache ich denn in so einer Situation, damit die Leute die Angst nicht haben und sich damit aktiv auseinandersetzen müssen? Das ist doch im Grunde, muss man nahezu sagen, großartig gesagt, dass wir uns dem Thema sofort gestellt haben, als wir die Bilder aus Bergamo gesehen haben. Mhm. So kann es nicht sein. Wir müssen den Leuten was an die Hand geben. Ja? Und deshalb sage ich auch, wir können nicht da reingetrieben werden in so einer Diskussion. Ich habe da schon noch mehr Angst habe ich davor, dass diese Diskussion uns viel mehr von dem gemeinschaftlichen Ziel wegführt. Aber ist das, Frau Leeb, nicht genau der Punkt? Bergamo, da gab es Bilder. New York, ich erinnere mich, wie Leute plötzlich völlig erschrocken waren, als diese ganzen Kühlwagen da waren, die Leichen da reingekommen. Also Bilder. Jetzt hören wir Zahlen. Sie haben es beschrieben und wir sehen als Bilder immer diese Intensivstation-Bilder. Gibt es ein Problem der Empathie? Gibt es ein Problem der Identifikation? Also jeden, den ich kenne, will eigentlich nichts mit diesem Virus zu tun haben. Einige sagen, ach komm, und wenn ich das bekomme, das ist doch gar nicht so schlimm. Viele haben Angst. Man könnte jetzt auch in ihrem Sinne sagen, Furcht. Ganz konkret, sie haben begriffen, dass das auch keine Altersfrage mehr ist. Und warum funktioniert es trotzdem nicht? Stimmt auch aus Ihrer Sicht eine Analyse, die Sie beide so andeuten, es gäbe eine Spaltung, es gäbe einen Riss, dass sich an dieser Frage reibt. Ja, ich bin solidarisch, aber hör mal, ich habe auch ein Leben. Ich glaube, es ist eine Zwischenwelt zwischen kognitivem Denken und Emotionen. Und ich glaube, dass viele hin und her gerissen sind, also inklusive mir. Ich finde es eine schreckliche Zumutung, dass sie entscheiden müssen, wer leben darf oder wer nicht. Das ist einfach, das kann man einfach einem Menschen eigentlich nicht übertragen, diese Pflicht. Was ich gesehen habe, ist natürlich, dass Bilder, ich bin visuell denkender Mensch, Bilder funktionieren. Und ehrlich gesagt hat auch erst, also diese Bilder hat ein Bekannter von mir gemacht in Bergamo. Ich habe ihn angerufen und habe gefragt, stimmen diese Bilder? Und er hat gesagt, ja, weil ich habe sie gemacht. Wir haben erst nicht dran geglaubt und heute haben wir keinen Platz mehr für die Toten. Natürlich hat dieses Bild mehr funktioniert als ein rationales Blatt Papier. Was passieren kann, und das ist eben so die zweite Konsequenz, ist einfach eine Spaltung. Und das hat jetzt weniger damit zu tun. Aber zum Beispiel in Syrien war ich mit Leuten am Tisch gesessen, die waren sehr rational. Und in Damaskus war das damals noch alles in Ordnung. Mhm. Das zweite Mal haben diese Leute nicht mehr miteinander gesprochen. Und das dritte Mal haben sie gegeneinander gekämpft. Und ich meinte dann, schau mal, ihr seid ja wirklich primitiv. Ihr kämpft gegeneinander. Und dieser junge Mann meinte zu mir, du bist auch nur 4 Mahlzeiten von der Anarchie entfernt. Und ich habe das damals zu als übertrieben also empfunden, aber ich glaube, dass dieser Zirn der Gesellschaft oder des Anstandes viel geringer ist, als man denkt. Ich finde das jetzt ganz interessant, weil Sie sind ja nun Journalisten, vor allem Fotojournalisten, Bilder. Die Bilder
die waren ja beeindruckend. New York, mhm, auf diesem, auf der Insel, wo, mhm, das wie in einem Horrorfilm, habe ich gedacht, das ist ja irre. Bergamo, diese Militärkolonnen, die da nachts gespenstisch, ja, Särge durch die Stadt fahren. Das ist ja die Macht der Bilder. Ist es nicht so, dass ich mittlerweile auch das Gefühl habe, dass die Bilder von diesen Intensivstationen, die wir überall jetzt sehen, mit den armierten Schwestern und Pflegern, dass die auch mittlerweile sogar fast so eine Abstumpfung führen können, Bilder, nicht, wenn sie dauernd immer wieder gesetzt hat, zu einer Abstumpfung, dass die Leute sagen, was wollen die eigentlich, was die ja auch mittlerweile sagen. Diese werfen uns Alarmismus vor, ich muss das ja gar nicht wiederholen, verschiedene, sogar Kollegen, mhm, werfen uns das vor. Schauspieler jetzt erstaunlicherweise auch. Ja, darüber reden wir gerade. Das ist schlimmer als die Grippe. So, Moment, das will ich gerade mal aufgreifen. Unter dem Hashtag, das ist jetzt in diesen Stunden gerade passiert, alles dicht machen, machen sich 50 deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen. Unter anderem, man muss einfach mal die Namen sich vergegenwärtigen. Jan-Josef Liefers, Ulrich Tuco, Ulrike Volkers, Volker Bruch. Ich meine, das sind ja auch irgendwie Vorbilder, die haben Fans, die haben Anhänger. Ihren Ärger über die Corona-Maßnahmen, nicht nur der Politik, sondern auch solcher Intensivmediziner und Wissenschaftler, auf eine ironische Art, zwar Luft, aber eigentlich sagen diese Künstler und Künstlerinnen, wir wollen aufmerksam machen auf die Missstände unserer Branche. Wir erleben auch gerade ein, in Anführungsstrichen, Sterben. Unsere Arbeit findet nicht statt. Ärmere Kollegen haben kein Geld. Ist das ein guter Weg? So ein Wettbewerb um Aufmerksamkeit, habe ich den Eindruck. Also das muss ich sagen. Ich hab dann den dritten Clip abgebrochen, weil das, ich fand es jetzt wirklich ein bisschen nahezu traurig, weil da auch Leute drunter waren, die ich außerordentlich schätze. Und weiß, das sind absolut fantastische Künstler und Schauspieler. Ich war mir immer unklar, was diese Botschaft soll. Sie hat aber vor allen Dingen eins bewirkt, und jetzt stehen sie alle auf, das haben wir nicht so gewollt. Natürlich, wer hat am meisten applaudiert? Die AfD und der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Herr Maaßen fand das, glaube ich, auch ganz toll. Und Frau Makatsch hat ja mittlerweile ihr Video, wie ich mitbekommen habe, schon zurückgezogen, weil das war wirklich, das habe ich auch gesehen. Gut, ich kann dazu nur sagen, wir haben heute Morgen mit den Krankenschwestern darüber gesprochen. Die haben das nämlich mitbekommen. Die sagen, was soll das denn? Die können das überhaupt nicht verstehen. Die haben das gar nicht verstanden. Aber was macht das mit Ihnen? So ein Appell nach dem Motto, es gibt nicht nur das Kranksein, es gibt nicht nur, Sie sagen Alarmismus, es gibt noch andere Dinge. Was macht das mit Ihnen? Aber Sie haben doch gar nicht, die haben doch gar nicht jetzt für Ihre Kollegen da gesprochen. Sie haben doch eigentlich fast gegen politische Entscheidungen gesprochen oder da haben das kritisiert. Doch gar nicht. Ich meine, muss ganz ehrlich sagen, genauso wie man uns ja oder mir vor allen Dingen als Arzt immer vorwirft, du hast ja gut reden, du hast einen guten Job, du bist so und so überbezahlt. Nein, okay. Ich bekomme wirklich viele dieser Hinweise. sind die Schauspielerinnen da, die befinden sich ja auch in einer relativ komfortablen Situation, muss man so sagen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich eins, das meine ich auch ganz ernst, wenn es etwas zu schützen gibt in diesem Land, dann ist es erstens gewinnen die Kinder, die Jugendlichen, das ist meine feste Überzeugung, da hat man wirklich, wirklich Dramatisches versäumt. Aber ist das Heuchelei? Und die Kunst und das Landes, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, finde ich genauso schützend. Ja, natürlich. Aber weil ohne die Kultur, das gebe ich ja ganz aber oft. Ist das Heuchelei, Doppelmoral, macht man sich's leicht? Im Prinzip ist das ja die Reaktion auf das, was Sie auch fordern. Wir müssen einen ernsthaften Lockdown machen. Wir müssen ein paar Wochen verzichten, der Gesundheit wegen, des Lebens wegen. Das ist die Antwort drauf. Ich frage das noch mal, was macht das mit Ihnen? Ich würde da nicht von ab, weil ich sage, wenn einer nur der hier sitzt, und ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, ich bin ja ein unheimlicher Opernfan und ich vermisse das wahnsinnig, Theater und das alles. Und ich weiß auch genau, was die Künstler und Künstlerinnen da leiden jetzt, weil sie, abgesehen von den finanziellen Verlusten, auch das Künstlerische ja gar nicht mehr ausüben. Das muss ja furchtbar sein für die und das ist auch furchtbar für die. Und das löst mir große Schmerzen aus. Ich sage aber, wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen, bin ich schneller, als ich das mir jetzt erträumen mag, vielleicht wieder in einer fantastischen Opernaufführung hier in Berlin. Ich bin ja ewig nicht mehr in Berlin gewesen. Und wie oft fahre ich nach Berlin, weil ich die Häuser hier so schätze. Und ich vermisse es wahnsinnig. Ja? Herr Janssens, und, das ist ein Vorwurf gegenüber Entscheidungen der Politik, richtig, aber auch von Intensivmedizinern wie Ihren Kollegen aus Köln, Herrn Halleck, der ja gesagt hat, es ist 11:55. Diese Menschen haben jetzt sich geäußert und gesagt, Leute,
geht's noch? Es gibt noch andere Dinge in dieser Welt. Was antwortet man auf so einen Vorwurf? Ist die Priorität die richtige, ist die Frage, die auch diese Künstler und Künstlerinnen stellen. Was sagen Sie? Ist es richtig, das den Menschen zuzumuten? Ist das der kleinere Schaden? Ich kann ja nur aus meinem Mikrokosmos berichten, der ja nun wirklich ein Mikrokosmos ist. Und als ich das heute Morgen auch gehört hatte und auf der Intensivstation stand, habe ich spontan die Idee gehabt, dass ich das nicht besonders gut finde. Weil ich diese klare, brutale Realität vor mir sehe, die übrigens viele anderen auch vor sich sehen. Und deshalb, ich will mich da aber auch wirklich nicht überhöhen. Ich bedauere es sehr, weil ich finde, Kunst und Kultur und könnte tatsächlich sogar im positiven Sinne es anders formulieren und vielleicht die Gesellschaft in genau die Richtung führen, in der wir wollen, dass wir alle zurück in diese Freiheit wollen, die im Moment nicht da ist. Und es ist ja nicht so, dass die Intensivmediziner oder letztlich Politiker die Erfinder des Virus sind und die Menschheit in Grund und Boden damit rammen wollen. Das, was ja überhöht zum Teil sogar dahinter steckt, ja. Oder die Presse dann gesagt wird, ihr seid nur darauf hinaus, Katastrophenmeldungen zu und immer an die erste Stelle. Ich meine, da wird die Presse sich zurechtgehen werden, hat sie sich ja schon im Laufe des Tages natürlich darauf hingewiesen hat, dass sie natürlich das nicht tut. Und dass sie natürlich auch versucht, differenziert auch die verschiedenen Meinungen, die da sind, auch darzustellen, ja. Mich macht das wütend. Ich glaube, Professor Jansen hat das sehr viel netter und schöner jetzt formuliert, als ich es könnte. Ich will es mal mit meinen Plattenworten darstellen. Mich macht ein solches Verhalten wütend, weil natürlich, und da bin ich bei Ihnen, ich bin zwar vielleicht ein Kulturbanause in manche, aber ich würde auch gerne mal wieder ins Kino, ins Konzert, auf eine Veranstaltung gehen, Theater und dergleichen mehr. Aber wir haben im Moment eine völlig andere Situation. Und ich musste da eben an die Kriegssituation denken, über die Sie auch gesprochen haben. Ich meine, wir müssen uns mehr vorstellen. Wir reden hier davon, dass Menschen an diesem Virus erkranken und ein nicht unerheblicher Teil stirbt daran. Und zwar nicht, wir kamen am Anfang von der Diskussion einen schönen oder einen leichten Tod. Das ist, glaube ich, kein leichter Tod und kein schöner Tod, wenn man da sozusagen an diesem Virus. Und nee. Ich kann mir das höchstens versuchen. Ich musste es zum Glück selber noch nicht erleben. Aber wenn ich in einer solchen Situation die Dekadenz und Arroganz besitze, nicht zu differenzieren zwischen berechtigter Kritik an den Versäumnissen der politischen Entscheidungsträger und der anderen Seite, dass auch jeder von uns, auch diese Künstler, das Bedürfnis haben, endlich wieder zur Normalität zurück, ihren Job wieder machen, wieder spielen, auf den Bühnen auftreten, Dinge, die ihnen auch wichtig sind, die sie ja aus Leidenschaft und Überzeugung tun, so wie wir alle Dinge haben, die wir gerne wieder machen würden und wenn es auch nur das Treffen mit Familienangehörigen ist in einer anderen Form, dann fehlt mir offen gesagt, dann fehlt mir jedes Verständnis dafür, weil wir reden hier über Leute, von denen ich ausgehe, sie sind intelligent, sie sind gebildet, sie sind sozusagen zivilisiert. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wir müssen an dieser Zivilisationsschicht nur ein bisschen kratzen. Und da kommen Dinge zum Vorschein, die wir alle, glaube ich, uns nicht nur nicht wünschen, sondern die wir eigentlich sonst in Krisenregionen eher erleben, wo wir sagen, naja, guck dir die an, die können sowieso nicht anders, die sind primitiv. Nein, die sind nicht primitiv. Wir sind nicht anders als diejenigen in diesen Krisensituationen. Das sehen wir gerade. Und das lässt mich ja fassungslos ein Stück weit zurück. Ich komme zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, Herr Dr. Friedmann. Ich habe an anderer Stelle, und wir haben das gemeinsam auch getan. Wir haben gesagt, es ist kalt geworden in unserer Gesellschaft, wenn man sich anschaut, wie mit Minderheiten, mit Hartz-IV-Empfängern, Alleinerziehenden oder auch Menschen, die es einfach nicht geschafft haben, ihre Existenz zu sichern, umgeht. Mit Ausländern, mit anders kulturellen Leuten umgeht. Wir sehen gerade sehr deutlich, wie diese Kälte, diese mangelnde Empathie, wir haben vorhin darüber gesprochen, keiner von uns weiß, ob es in 4 Monaten rum ist, aber sei es drum, wenn man jetzt sagt, Mensch, jetzt lasst uns noch mal 3 Monate den Hintern zusammenkneifen. Passiert denen irgendwas, wenn man jetzt noch 3 Monate sagt, es gibt jetzt keine Theateraufführung? Oder wenn ich mir die Bilder aus Italien, Bergamo, wo dann musiziert wurde draußen. Also es gibt andere Möglichkeiten. Und das ist der zweite Punkt, der mich auch so zur Weißglut treibt. Die Fantasielosigkeit mit dieser Pandemie auch mit Maßnahmen umzugehen.
die treibt mir langsam wirklich die Wut ins Gesicht. Und da sind wir dann auch bei dem Gesetz, warum dann sozusagen alles runtergefahren werden muss. Wir haben auch darüber am Anfang gesprochen und gesagt, Mensch, es gab am Anfang Situationen, wo in Bereichen unserer Bundesrepublik sicherlich mehr Lockdown nötig gewesen wäre, während andere besser zurechtgekommen sind. Und da hätte es auch weniger getan. Die Frage der Schulen, Fernunterricht, Digitalunterricht, das sind jetzt 1,5 Jahre. Und wenn ich mir angucke, was ist wirklich erarbeitet worden? Nein, wir haben im Grunde genommen 1,5 Jahre Pandemie, aber wir haben nicht wirklich daraus gelernt und gehen nicht wirklich adäquat damit um. Das ist etwas, was wir vertiefen müssen, aber ich will noch mal doch auf diese Initiative zurückkommen. Herr Kramer hat ja gerade beschrieben, das sind nicht nur gebildete Leute, das sind Künstler und Künstlerinnen, teilweise auch von hohem Reputation, und die machen das jetzt, nicht? Also das jetzt ist dieses Gesetz gekommen. Jetzt heißt es keine Ausnahmen mehr. Wir versuchen diese Phase, wo auch geimpft wird einerseits, deswegen zu verstärken, damit auch die Intensivstationen nicht voll werden, damit aber auch ganz banal sich weniger Menschen anstecken, weil es gibt ja nicht nur die Intensivstation, sondern Menschen stecken sich an, müssen Gott sei Dank nicht auf die Intensivstation, aber stellen fest, dass sie monatelang Post-Covid-Belastungen haben. Und dann passiert dieser Aufruf. Was haben Sie sich dabei gedacht, als Sie das gehört haben? Ich glaube, dass es einfach schwer zu verstehen ist, weil es ein unsichtbarer Feind ist. Vor hunderten von Jahren haben wir das Leid im Alltag gesehen. Wir haben es auf der Straße gesehen. Die Leute sind gestorben. Es gab Bettler, es gab Leid, das sichtbar war für alle im Alltag. Und das gibt es auch in anderen Ländern noch. Heute, das hatten wir vorhin besprochen, ist Leid eigentlich nur noch digital zu sehen. Uns wird ins Wohnzimmer gebracht durch den Fernseher. Susan Sonntag hat das auch schon besprochen, dass diese Redundanz der Bilder abstumpfen kann. Die meisten Menschen können einfach abschalten. Und ich glaube, dass das tatsächlich daran liegt, dass sie dann auf solche Ideen kommen, weil in dem Moment, wo man es abschaltet, ist es nicht mehr da. Ich würde vielleicht an Ihrer Stelle auch ein Video machen und diese 50 Schauspieler einladen, mal einen Tag sie zu besuchen und dann dieses Video noch mal zu bestätigen. Stimmt, ich habe darüber nachgedacht, tatsächlich, als das war so spontan. Ich habe tatsächlich keine Zeit mehr zu tun. Ich mache ja so kleinere Clips manchmal. Ich habe darüber nachgedacht, vielleicht mache ich es noch. Es gibt schon verschiedene gute Argumente, dass man einfach sagt, dass man dem was Positives... Ich sage Ihnen ganz ehrlich, man muss dem was Positives entgegensetzen. Also ich glaube, wir müssen weg aus dieser... Weil wenn ich die jetzt wieder polarisiere... Angst und Abwärtsspirale. Das ist Es wird doch nur noch breiter, diese Kluft. Und die Leute, die ich wirklich schätze, Herrn Tuchel zum Beispiel, ein fantastischer Schauspieler, ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe das wirklich nie, ich war da wirklich ein bisschen traurig drüber, weil ich habe gesagt, was will er mir damit sagen? Oder warum soll der Staat jetzt alle Leute dann endlich total wegsperren damit, und dann sterben wir alle, weil wir verhungern, und dann sind wir alle tot? Ja? Das habe ich nicht ganz verstanden, weil das ist ja das, was wir gar nicht wollen im Moment. Gut, wenn man jetzt die Details im Hintergrund sieht, dass das über eine Münchner Agentur da irgendwie promotet worden ist, die offensichtlich jeder ist doch verantwortlich. Ja, ich habe mich darüber sehr gewundert. Bei aller Liebe, dass Sie das nicht aufbauschen wollen. Also wir von unserer Fachgesellschaft, haben ganz klar gesagt, ich rede jetzt als Privatperson hier, wir reagieren da gar nicht drauf. Ich persönlich bin da immer so ein bisschen zügespannt, weil ich auch sage, wenn man muss schon seine Stimme erheben. Ich kann mir das jetzt auch erlauben, weil ich auch ein bisschen grauhaarig und weiß habe. Ich habe ja nichts mehr zu befürchten, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also ich denke schon, man muss seine Position beziehen. Ihre Antwort auf diese Sache? Ist die Lage wirklich so ernst? Rechtfertigt diese Corona-Krise, dass man Freiheitsrechte demokratisch zwar einschränkt? Ist die Situation aus Ihrer Sicht eine solche, dass man sagt, dieses Virus wird, wenn wir nicht verzichten, Tausende Leben kosten, die man hätte retten können. Ja, ich sage mal plötzlich, was nützen mir diese Freiheitsrechte, wenn ich tot bin? Was nützen mir diese Freiheitsrechte, wenn ich tot bin? Oder geschädigt, langzeitgeschädigt? Also es ist vollkommen klar. Ich meine, ich versuche mal ganz nüchtern wissenschaftlich zu antworten. Wir versuchen in der Medizin ja immer Sachen zu machen, wovon wir wissen, aufgrund von Studien, von Ergebnissen, von Beobachtungen, dass sie funktionieren.
Also wir laufen jetzt nicht mit irgendwelchen Wedeln durch die Krankenzimmer und erzeugen da irgendwie gute Laune, sondern wir versuchen schon anhand von klaren Daten etwas zu machen. So, jetzt haben wir eine Corona-Pandemie. Ich bin kein Virologe. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Ich bin auch vor allem kein Infektiologe. Ich bin kein Hygieniker. Aber trotzdem, wir haben in diesem letzten Jahr unglaublich viel gelernt. So, jetzt haben wir eine Situation, die wirklich leider Gottes ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Nicht desaströs, weil wir halt so ein tolles Gesundheitssystem haben. Es ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland nicht die Bilder sind wir jetzt wieder, von Portugal gehabt haben, wo in Lissabon die Krankenwagen per Schnur aufgeschnürt sind vor den Krankenhäusern, wo die Leute in den Krankenwagen gestorben sind. Die Bilder haben wir nicht, weil wir natürlich fantastisch organisiert sind. Wir haben Notfallreserven, wir haben schon 12.000 Intensivbetten in der Hinterhand und alle Leute, die ganze Welt schreit, was regt ihr euch eigentlich so auf? Ihr habt doch genug und es ist eh alles gelogen. Ihr habt sogar noch Betten abgebaut und, und. Also so viele Argumente sind da gekommen und dass ich Ihnen ganz ehrlich sage, was sage ich denen dazu? Dann sage ich, ich blicke nach links, ich blicke nach rechts. Wir haben Mechanismen, Maßnahmen, die in der Summe, nennen Sie es Freiheitsberaubung oder was, tatsächlich was gebracht haben. Und dann muss ich sagen, was ist unser Ziel? Aus unserer Sicht ist, wir wollen dahin, dass Infektionszahlen runterkommen, weil die Konsequenz ist, dass daraus folgt, dass wir weniger Intensivpatienten haben, die dann auch nicht sterben. Und das ist doch nahezu unsere Aufgabe als Ärzte. Jetzt überlegen Sie mal, Herr Friedmann, es ist doch nahezu meine Aufgabe als Arzt oder als Ärztin, dafür zu sorgen, dass sowas nicht eintritt. Das heißt, wenn ich nicht meine Stimme erheben würde und sagen würde, Leute, lasst uns mal jetzt mal runterkommen von den Bäumen, dann würde man doch irgendwann mal zu einer zu mir sagen, ja, Herr Janssen, das haben Sie, glaube ich, falsch verstanden, Ihren Beruf. Sind Sie der Meinung, einige sind noch auf den Bäumen? Viele? Auch die, die diese Sachen machen? Ich verstehe es sogar, dass die Leute auf den Bäumen, ich verstehe es. Und was ich nicht verstehe, dass es uns nicht gelungen ist, vor allen Dingen der Politik nicht gelungen ist, die Leute zusammenzuführen. Sondern ich finde, ganz ehrlich, sie sind sogar eher auseinandergetrieben worden. Die Politik ist für mich ein Problem. Die Politik. Also ja. das Sie also verstehen... Sie sind viel zu wenig konkret, Herr Friedmann. Nein, es ist mir zu allgemein. Schauen Sie, wir haben politische Entscheidungsträger. Männer und Frauen, die gewählt dafür sind, uns zu führen. Nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten. Das ist der Kurs Politologie, erstes Semester. Der ist aber, glaube ich, an der Stelle nötig. Wir sind jetzt ein Jahr danach. Wenn wir darüber so reden und Sie beide das so einführen, vor allen Dingen Sie, die Politik, das muss man schon ernster und dann doch konkreter diskutieren. Weil in die Politik gibt es ja auch viel Politik, wiederum die kleinen, vielen unterschiedlichen Politik. Was meinen Sie damit, wenn Sie das sagen? Mir geht es wirklich darum, dass ich es aus Ihrer Sicht lerne und aus Ihrer, was und ist es wirklich nur die Politik? Also das will ich auch nur reintun. Und deswegen die Politik habe ich einfach sofort den Reflex. Ja, ich gebe Ihnen recht. Das ist vielleicht ein bisschen, vielleicht fast eine Plattitüde, um es mal zu sagen. Man sagt es mal schnell, die Politik. Ich würde es mal noch mal breiter fassen. Ich finde, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. So empfinde ich das. Und jetzt frage ich mich, jetzt sehe ich mal so eine Schafsherde da. Und wenn ich dann so schöne Hirtenhunde rennen sehe, die dann um die Schafe rumrennen, die wirklich tatsächlich die ganze Zeit in alle Richtungen wegrennen wollen, dann würde ich mir wünschen, dass hier tatsächlich eine Begrenzung stattfindet und wie irgendwelche Hirtenhunde das regulieren können und die Herde auch in eine Richtung bringt, und zwar die richtige Richtung. Ja. Also ich habe gelernt, der Mensch ist selbstverantwortlich und das mit der Herde. Aber in der Pandemie... Ja, aber auch da, man könnte jetzt die Frage stellen, warum dringt das nicht bei jedem Einzelnen ein? Also Sie haben, oder mir geht es so durch den Kopf, wenn ich Sie anschaue bei diesem Thema, was Herr Janssens gerade gesagt hat, da ist ja auch viel drin, ich will, dass mein Leben gut ist. Ich habe verstanden, es gibt ein Problem, aber mein Leben ist mein Leben. Und mein Leben bricht unter Umständen auch gerade zu, nicht? Also die Existenz, wenn man diesen Begriff nimmt, hat einmal Leben und Tod. Aber die Existenz ist auch Arbeit, ein Unternehmen, die Kinder. Die Menschen sind frustriert, sie sind müde, sie sind enttäuscht. Einige sind der Meinung, das ist alles nicht richtig. Aber sie haben auch Angst, um den Begriff noch mal zu nehmen, dass ihr Leben anders wie existenziell zusammenbricht. Dass sie zum Beispiel keine Zukunft haben. Menschen haben schon durch die Globalisierung und schon länger Angst um diese Zukunft. Was antworten Sie diesen Menschen?
Also es gibt natürlich jetzt einen Moment der Vergleichbarkeit. Welches Land ist jetzt am erfolgreichsten? Und das ist dann eben die Frage, wollen wir in so einem System leben? Weil das hat natürlich auch was mit Demokratie zu tun, dass sehr viel hin und her diskutiert wird. Momentan ist es leider so, dass die Länder, die die Bevölkerung nicht fragen, sondern einfach Entscheidungen von oben herab fällen, am erfolgreichsten sind. Zum Beispiel? China, alle, also auch wenn man nach, also das ist halt einfach ein Problem, weil welches System wird gewinnen auf Dauer und was wird dann mit der Freiheit passieren? Das, ich wollte nämlich gerade mal eins nochmal sagen. Wir reden jetzt von China, das ist ja ein ganz anderer Zusammenhang. Da ist auch nicht alles so Gold. Sie sind ja weit in der Welt herumgekommen und Sie haben ja verschiedenste. Ist es nicht tatsächlich so, dass auch Völker anders, ganz anders agieren und ein ganz anderes Verständnis mit dem Umgang haben? Also wir wollen nicht nach China zu gehen. Ich sage jetzt Irland, nehme ich doch mal, oder nehme mal Großbritannien. Ich würde mal sagen, die sind Frankreich sicherlich deutlich anders. Die Franzosen haben sich auch wahnsinnig schwer damit getan und haben auch nicht. Es ist nicht, Herr Friedmann, nicht so. Sie haben ja auch frankophonen Hintergrund, dass da auch andere Haltungen vielleicht mit verbunden sind. So Umgang damit. Und vielleicht, ich habe manchmal gesagt, ist es vielleicht nicht auch unsere Geschichte, unsere jüngste Geschichte, die furchtbare Geschichte auch des Dritten Reichs, die dazu geführt hat, dass wir genau an dem Punkt sagen, genau das wollen wir halt nicht. Wir wollen halt nicht von oben runter regiert werden. Das, eine bestimmte Partei nimmt ja immer das Wort der Corona-Diktatur in den Mund, wobei ich sagen muss, wie darf ich das denn verstehen? Aber immerhin, da werden ja genau solche. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja gerade eine Errungenschaft. Und darauf sollten wir stolz sein, dass wir wenigstens das hinbekommen haben, dass wir eben nicht von oben runter regiert werden wollen. Wo ich mir Sorgen drum mache, ist, dass offensichtlich bei den Menschen selber das eigene Verständnis nicht dafür da ist, zu sagen, ich verzichte jetzt mal, weil ich mich für etwas Größeres einsetze. Aber ich muss das noch mal aufgreifen, von oben herunter regiert. Ich meine, es gibt die Straßenverkehrsordnung, es gibt sehr viele Gesetze, wo Einschränkungen vorhanden sind. Das sind demokratische Prozesse. Das ist nicht dasselbe von oben herunter regiert wie in einer Diktatur wie in China, sondern es sind eben Verordnungen, Gesetze, die demokratisch legitimiert sind. Das haben Parteien beschlossen mit Mehrheiten, Verfassungsschutz und Verfassungsgerichte, alle Institutionen der Bundesrat, Verwaltungsgerichte überprüfen das dauernd. Also auch wenn wir das jetzt so selbst übernommen haben von oben herab. Nein, ich würde Sie gerne doch noch mal fragen, weil Sie auch das mit China gesagt haben. Wir reden doch eigentlich von einem großen Wort, das wir immer so sonntagsredemäßig vor uns vortreiben, Solidarität. Ist das ein Problem der Solidarität? Und ich will trotzdem noch mal auch der Anwalt dieser Argumentation hier sein. Mein Leben bricht gerade zusammen. Und ich rede jetzt nicht von Künstlern und Künstlerinnen, die ein gutes Einkommen über Jahre hatten. Ich rede auch von wirklich noch einmal Alleinverdienenden. Auf der anderen Seite haben wir zwar Kurzarbeit und trotzdem viele Menschen wissen am Tag, wo die Ärzte sagen, der Alarm von Rot auf Gelb zurückgestuft, haben Krater, Dinge, die sie auch metaphysisch, aber auch ganz real in Anführungsstrichen umbringen. Was macht man mit dem? Ist es ein Mangel an Solidarität? Ist es die Angst um die Zukunft, die sagt, mich interessiert nicht, ob jetzt jemand sterben wird auf der Intensivstation. Ich muss an mich denken. Was ist das? Ich glaube, es muss einen Gesellschaftsvertrag geben für die Postpandemie. Und das ist einfach, weil wir von Solidarität gesprochen haben. Das ist alles, bis jetzt war alles Gratismoral, weil wir noch nicht getestet worden sind. Jetzt ist zum ersten Mal, dass wir wirklich getestet werden. Und jetzt können wir zeigen, wie wir wirklich drauf sind. Und wie ist Ihr Zwischenbilanz? Wie sind wir wirklich drauf? Wir sind noch nicht angekommen. Nach der Pandemie wird sich zeigen, wie wir sind, wer wir sind. Herr Kramer. Ich finde aber auch, Sekunde, bevor Sie Ihre Frage stellen, ich glaube, ich möchte noch eins noch mal uns auch selber vielleicht in Erinnerung rufen. Wir diskutieren jetzt um diese Künstler, wir diskutieren um die Querdenker. Noch nicht, kommt noch. Ich glaube, wir sollten uns aber auch im Klaren darüber sein, Sie haben gerade verschiedene Gruppen auch aufgeführt, die wirklich in ihrer Existenz, die Existenz schon verloren haben, die vor Hartz IV jetzt stehen, weil alles sich in Luft aufgelöst hat, ihre Ersparnisse, ihre Existenz, all das, wofür sie stehen, Kleinkünstler, Gastronomen, andere, viele, viele.
Das sind nicht die, die solche Resolutionen schreiben. Das sind auch nicht die, die auf den Querdenken-Demonstrationen in der Regel unterwegs sind. Das heißt, im Moment haben wir eigentlich trotz vieler Stinkereien, die im Moment passieren und auch Spaltungen in der Gesellschaft, haben wir noch eine Mehrheit von Bürgerinnen und Bürgern, die im wahrsten Sinne des Wortes einen leeren Kühlschrank haben, den Hintern zusammenkneifen und sagen, okay, kommt, wir ziehen das jetzt auch noch durch. Insofern warne ich davor, jetzt wirklich alles nur schwarz zu sehen, weil ich glaube, das heißt nicht, dass wir uns nicht kümmern müssen, auch gerade um die Frage, wie gehen wir da in Zukunft mit um. Aber noch ist es nicht so weit. Herr Kramer, Stand heute sind über 80.000 Menschen an Corona verstorben. Mhm. Wenn man das so ein bisschen, wie wir das alle kennen, in Leben übersetzen, hat jeder dieser Menschen wahrscheinlich 15 Menschen gehabt, die weinen, dass da jemand gerade gestorben ist, die gesagt haben, mein Leben ist nicht mehr so schön wie vorher, dieser Mensch lebt nicht mehr. Trotzdem fasst eine Partei in diesem Land vor wenigen Tagen auf einem Parteitag den Beschluss, Zitat, Masken lehnen wir ab, und einigt sich auf eine Parole, Deutschland aber normal. Diese Partei ist nach den Umfragen wieder deutlich im zweistelligen Bereich. Anlass zur Sorge? Natürlich ist das Anlass zur Sorge. Nicht so sehr, weil sie mit diesen populistischen Forderungen, Beschlüssen und Äußerungen offensichtlich was bedient in unserer Gesellschaft, was mit 20% jetzt keine Kleinigkeit mehr ist, sondern weil auch nach Einschätzung des Verfassungsschutzes, was den Flügel angeht, was die Hauptprotagonisten innerhalb der AfD angeht, ja noch etwas mehr dahinter steckt, nämlich die Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aus unserer Sicht zu überwinden und völlig zu beseitigen. Das, was wir hier erleben, ist im Grunde der Versuch, sich als Trittbrettfahrer auf eine hochemotionale Lage in unserer Gesellschaft draufzusetzen, sie umzumünzen in Wählerstimmen, um damit nachher in den Parlamenten politisch Einfluss zu nehmen. Wir haben dasselbe erlebt in der Situation 2015, als wir über die Flüchtlinge diskutiert haben und als vor allem Angst suggeriert wurde in der Gesellschaft, die Bedrohung durch diese Flüchtlinge, diese 1,5 Millionen, wenn es denn überhaupt so viele gewesen sind, die in die Bundesrepublik kommen sind, stürzen das ganze System und übervölkern uns, werden in kürzester Zeit die Scharia einführen und den Islam als Staatsreligion. Also eine Angst, die geschürt wurde, hohe Emotionalität, um auch da in der Bevölkerung mit Stimmen, Wählerstimmen letztlich gesehen zu generieren. Aber hier ist es umgekehrt, Herr Janssens. Ihnen wird vorgeworfen, Angst zu schüren. Ja. Den Virologen wird vorgeworfen, Angst zu schüren. Hier ist es jetzt eine andere Gemengelage. Und Sie kriegen Reaktionen, kriegen Sie Hassreaktionen? Ja, erhebliche. Wie gehen Sie damit um? Wahrscheinlich nicht so viele. Ich persönlich kann es ganz gut aus. Ich habe ein relativ breites Rückgrat. Manche sehr neonazistische Hinweise haben mich sehr befremdet. Also befremdet wirklich, ist ein interessantes Wort, was meinen Sie damit? Befremdet, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also es gab eine Person, die mehrfache Mails abgesetzt hat an mich und dauernd davon gesprochen hat. Nun das Umgekehrte, dass die ganzen Corona-Infizierten, die werden eher alle dumm. Und wir würden aus denen Kalkül schlagen, wir würden die zu Zombies an Beatmungsgeräten machen. Und nur mit dem Ziel und Zweck, dass die Pharmaindustrie und wir Ärzte uns dumm und dämlich verdienen. Mhm. Und um das dann zu überhöhen, am Ende, am Schluss darin zu münden, zu sagen, der Nationalsozialismus hat mit diesem Dummen genau das Richtige gemacht, sondern relativ rasch eine Lösung herbeigeführt. Das finde ich sehr heftig. Finde ich unglaublich, ja. Das deckt sich im Übrigen mit den Stimmen, die wir am Anfang hatten. Lasst sie doch sterben. 20, 30, 40, 50.000, dann sind die eben weg und die Stärkeren werden überleben. Das haben wir alles schon mal gehabt. Ich finde das auch. Und das macht mich auch tatsächlich, und Sie haben, das macht mich wirklich wütend, dass das auch durchgeht. Ich sage es mal ganz ehrlich, so durchgeht.
und dass das toleriert wird und dass aber parallel dazu Schulen abgeriegelt werden. Ich sage das mal ganz ehrlich so. Das macht mich schon so ein bisschen wütend. Das wird irgendwie wegen der Freiheit der Meinungsäußerung offensichtlich toleriert, wobei ich das eigentlich schon ziemlich, Paragraph 130 ist das, glaube ich, StGB, ist sowas, Volksverhetzung etc. Und dass die Politiker, und wir haben natürlich das ganz, ganz große Negative in dieser ganzen Corona-Pandemie, ist, dass dieses Wahljahr jetzt, und das merkt man natürlich auch, dass wir keine vernünftige Diskussion mehr führen können, offensichtlich auch nicht im Deutschen Bundestag, weil hier tatsächlich, Sie haben das ja eben schon gesagt, hier die AfD im Wahlprogramm, Masken weg und so, Sie haben es im Deutschen Bundestag ja schon gezeigt, Sie haben sich die Masken von Ihrem Gesicht gerissen und Ihre, ich sage das jetzt mal, auch wenn ich jetzt wieder Hassmails bekomme, Ihre Fratze gezeigt. Mhm. Einem Herrn Schäuble gegenüber zu sitzen, der tatsächlich ein Hochrisikopatient ist. Ich finde das einfach, das finde ich tatsächlich unerträglich. Aber das wird toleriert. Das wird dann mit Ordnungsstrafen oder was auch immer dann. Und das sind natürlich Signale, die werden rausgesendet aus einem Deutschen Bundestag und wo wir Vorbildfunktion vielleicht hätten, wenn man mal darüber redet, ja. Die führen natürlich dazu, dass sofort alle sagen, ja, schau mal, das ist doch richtig, was die machen. Wir erleben aber, wenn ich so das mir noch mal angehört habe, wir erleben ja, dass viele Menschen da auch auf die Straße gehen. Also die Demonstrationen der Querdenker, wie sie sich nennen, bei denen dann auch Identitäre, auch ESOs unterwegs sind, aber auch Neonazis unterwegs sind, AfDler unterwegs sind. Die laufen ohne Maske, ohne Abstand und demonstrieren gegen Beschlüsse der Regierung, aber auch gegen diese Haltung. Das sind ja Millionen auch Wähler und Wählerinnen, die dahinter stecken. Wenn Sie das so mit Zivilisation betrachten, aus Ihrem Blick, was macht das mit Ihnen? Machen Ihnen diese Millionen Wähler und Wählerinnen, diese Demonstranten und Demonstrantinnen, diese Leute, die im Netz permanent unterwegs sind, machen die Ihnen Angst? Sind es wirklich Millionen? Also mein die Wähler Grund, und Wählerinnen, ja. Die solche Sachen machen. Mein Grund, auch diesen Beruf auszuüben, war eigentlich mal ein anderes Narrativ zu zeigen. In Kriegsberichterstattung wurde immer nur eigentlich von den Soldaten, den Leuten dominiert, die zerstören. Auch die ganzen Geschichtsbücher sind eigentlich nur mit Zerstörern gefüllt. Aber auch im Krieg gibt es eine andere Seite, die wird nie erzählt. Und das ist die Seite, die es aufrechterhält, das Leben. Das sind oft Frauen, die kochen, die trösten, die heilen. Es sind Ärzte, die die Leute verpflegen, während die anderen an der Front sind und töten. Und diese Seite wurde nie gezeigt. Und das ist sozusagen auch ein Aufgabenbereich von mir. Diese stillen Helden, die sich nicht in den Vordergrund stellen, die aufbauen und nicht zerstören, ins Licht zu stellen. Und wir diskutieren jetzt auch immer über diese verrückten oder eitlen oder unüberlegten Leute. Aber es gibt wirklich ganz tolle Helden hier, alleinerziehende Mütter, Familien, die Homeschooling machen und die kommen nie zu Wort. Wir reden nur noch von den Extremen, aber es gibt einen Zwischenbereich und in den müssen wir wieder aufbauen, wenn die Gesellschaft nicht auseinanderbrechen soll. Oder auch die Ärzte und Pflegerinnen. Also ich will das auch mal in Ihre Richtung, Herr Dr. Jansen, noch mal deutlich sagen. Ich meine, ich glaube, wir schätzen das gar nicht wirklich genug, wenn man sich anschaut, was diese Männer und Frauen leisten jetzt im 16., 17. Monat dieser Pandemie rund um die Uhr. Jenseits auch noch der technischen Möglichkeiten, die in den Krankenhäusern sind. Wir haben ja alle mitbekommen, da wurde dann zwar geklatscht, na herzlichen Dank, aber wenn es dann um die Frage geht nach vernünftigen Bezahlung, ich rede jetzt gar nicht davon, wobei Sie haben es ja eben angesprochen, Sie werden ja schon beschimpft dafür, dass Sie überhaupt ein sicheres Einkommen haben, ganz zu schweigen davon, dass Sie wahrscheinlich mehr verdienen als alle anderen. Das ist schon, der Neidfaktor spielt da wieder eine Rolle. Aber wenn ich mir angucke, wie es überhaupt aussieht um dieses Personal und wie auch die Wertschätzung sich dann letztlich gesehen tatsächlich äußert, mal abgesehen von einem Klatschen, da frage ich mich dann ehrlich gesagt, was ist in unserer Gesellschaft eigentlich los? Ja, lieber Herr Kramer, das brauchte doch nicht die Pandemie, um zu begreifen, was Pflegepersonal nicht nur in Deutschland, gerade auch, aber nicht nur auf Intensivstationen leistet. Also wenn ich das jetzt so höre, viele haben das ja immer gesagt, meine Mutter, seligen Angedenkens, lag viele Monate auf einer Intensivstation und ich war fast Tag und Nacht da. Jeder, der diese Erfahrung gemacht hat,
wusste vor der Pandemie, richtig, was da geschieht und hat anscheinend das nicht besonders wertgeschätzt. Warum soll man es während der Pandemie plötzlich erkennen? Also auch da ist nicht an Ihrem Beispiel auch dieses Stück dieser Heuchelei einer Gesellschaft da, die sagt, ja, jetzt bei der Pandemie ein Drittel, das ist die neueste Zahl, ein Drittel aller Pfleger und Pflegerinnen wollen eigentlich den Beruf wechseln. Ich kann das ja mal ein bisschen näher kommentieren. Ich habe ja die Umfrage gemacht. Wir hatten das schon vor Jahren gemacht, immer mal wieder über unsere Fachgesellschaft. In der Tat ganz klar Fragen gestellt, wollen Sie aus dem Beruf herausgehen? Und wir haben da schon eine erklärte Anzahl an Antworten gehabt. In der Tat, Sie haben das ja gesagt, 30% der Mitarbeiter auf diesen Stationen, Notaufnahmen, Rettungsdienst, sagen, in den nächsten 12 Monaten denken Sie ernsthaft darüber nach, den Beruf zu verlassen. Und zwar vor Ort wirklich, weil die 75%, weil diese Corona-Pandemie sie so stark belastet hat. Ich möchte das nochmal sagen. Ich möchte auch mal wieder zurückkommen zu diesen ganzen Demos und was, wie die das empfunden. Ich kann mich so gut daran erinnern. In Leipzig, glaube ich, war es eine Demo. In Leipzig eine Demo, 20.000. Und es war ein Samstag und ich war auch in der Klinik, war auf der Intensivstation, da haben die Sozialraum, da ist so ein großer Fernseher und dann lief da auch live so, standen die Schwestern da fassungslos, wie die sahen dann, wie dann die Demonstranten eng bei eng, ohne Maske und wütend schreiend Diktaturstaat und diese ganzen Sachen. Und da kam wirklich richtig Unmut auf. Parallel dazu betreuten die da Covid-Patienten und sagten, und waren wirklich richtig sauer und sagten so, wenn ihr das kriegt, dann behandeln und dann behandeln, dann sollt ihr mal sehen, dann behandeln wir euch nicht. Und dann haben wir aber diskutiert, haben wir gesagt, wir sind danach in der Diskussion so weit gekommen, dass wir gerade das sollte ja dazu führen, natürlich würden wir jeden behandeln. Und sie haben dann nachher gesagt, ja klar, im Grunde genommen ist der beste Weg, tatsächlich natürlich den Menschen allen zu zeigen, dass wir helfen auch denen, die es leugnen, um ihnen zu zeigen, was wir leisten, aber was die Krankheit mit dir macht. Und das wird tatsächlich unser Beruf dann ausführen. Und nicht so sagen, wir grenzen euch jetzt auch aus. Ja, quasi Antwort, das wäre ja alttestamentarisch, würde das ja bedeuten, wenn ich gesagt habe, nee, ihr leugnet das und wir behandeln euch nicht, wenn ihr da hinkommt. Herr Kramer, Frau Leeb sprach von diesen, wie sagten Sie, Verrückten, die wir nicht in den Mittelpunkt stellen sollen, oder von den Wenigeren? Also ich hoffe, dass ich da recht habe. Aber wir geben diesen Menschen, die wirklich sehr viel leisten und gar keine Zeit haben, die ganze Zeit auf Demonstrationen zu gehen, viel zu wenig Raum. Aber auf der anderen Seite kann es ja auch sein, dass wir seit Jahren unterschätzen, dass die, die eine andere Idee von Leben, von Mensch, von Würde haben, dass wir denen eigentlich viel zu wenig Beachtung gegeben haben. Deswegen will ich noch mal Sie fragen, als Person, aber auch von Ihrem Job her. Also bei den Demonstrationen betrachten die sich ja als Helden. Jetzt nehme ich mal Ihren Begriff. Sie sind die Helden. Sie kämpfen für die Freiheit. Sie erzählen der Öffentlichkeit, lasst euch nicht einschüchtern von den Ärzten. Lasst euch nicht eure Freiheitsrechte nehmen. Wir sind die wahren Demokraten. Wir gehen auf die Straße. Und es sind beispielsweise allein in Berlin am Mittwoch 8.000 Menschen gewesen. Und wenn Sie ins Netz gehen, sind das sehr, sehr viele Menschen mehr. Und ich komme noch mal darauf zurück, weil Sie das über die Flüchtlingssituation gesagt haben. Jeder weiß heute, der Wolf hat sein Schafspelz ausgezogen, wessen Geisteskind die AfD ist, inklusive der Corona-Politik, die Sie vertreten. Und das sind Millionen Menschen. Sind das jetzt wieder Protestwähler? Sind das wieder Menschen, die ein berechtigtes Interesse für sich beanspruchen und sagen, naja, wenn wir dann mit Nazis mitlaufen, das wollen wir eigentlich gar nicht? Oder ist es Zeit, aus einer ganz anderen Sicht, die wir jetzt diskutieren, denen richtig Aufmerksamkeit zu geben, weil es ja immer länger, immer substanzieller und bei verschiedenen emotionalen Themen eine politische Realität gibt, nämlich die dieser AfD. Und in Thüringen, wenn ich das sagen darf, und in vielen Ländern, gerade Ostdeutschlands, ist das ja nicht nur keine Quantité negligeable, sondern es ist eine der führenden politischen Kräfte. Also ich hätte davor Angst, wenn ich in Freital leben würde. Und Heidenau, da war ich übrigens, als da die Neonazis und die Nazis zugeschlagen haben. Ein so cleanes Dorf. Also kommst da an und denkst, apropos Idylle. Mhm. So, und dann merkt man, da gibt es Terrorzellen. Hat lange gedauert, bis man es übrigens so benennt. Das ist richtig. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen abschichten. Also erstens, es sind noch nicht Millionen, aber es werden mehr.
Ich glaube, es ist die Millionen-Dollar-Frage, die keiner von uns abschließend im Moment beantworten kann, obwohl es schon erste Studienversuche gibt, das zu quantifizieren. Wo endet das Potenzial dieser Gedankenträger, wenn sie denn eben für Stimmung sorgen und versuchen, Potenzial in der Gesellschaft zu generieren? Ich wäre aber vorsichtig zu sagen, sie haben schon die Macht übernommen. Wir sind, ich sage nur, aber es gibt durchaus Leute, die auch da wieder versuchen, Angst zu verbreiten. Ich denke, wir müssen ein Stück weit aufhören, immer nur mit diesem Angstwerkzeug zu arbeiten. Weil das im Grunde genommen, wie wir auch sehen, an manchen Stellen abstumpft, nicht mehr funktioniert. Und dieses Dauerangstthema führt im Grunde bei vielen Menschen auch in der Bevölkerung dazu, eher empfänglich für autoritäres Handeln zu sein. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir in einer freien, offenen Gesellschaft, in einer Demokratie nicht wollen. Dass das nicht immer einfach ist, oder sagen wir, dass es einfacher wäre, wenn ich einen habe, der mir erzählt, du stehst morgens auf, du ziehst die Maske an, du tust dieses, du tust jenes und am Ende ich habe die Garantie, dass ich dann durch die Pandemie komme, ist natürlich klar. Aber das ist ja nicht das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Jedenfalls ist das nicht das, was meine, nach meinen Vorstellungen eine freie und offene Gesellschaft ausmacht. Ja, es ist richtig, dass diese Partei dieses Thema, wie im Übrigen jedes andere emotionale Thema, benutzen würde. Das habe ich eben versucht darzustellen. Also ich sage mal, ich hatte mit Kolleginnen und Kollegen, die wir das diskutiert haben, gesagt, wir hätten uns auch gut vorstellen können, dass die CO2-Diskussion zum Beispiel das Klimathema, was ja ähnlich für viele auch emotional ein Thema ist, eine ähnliche Besetzung hätte erfahren können, wie zum Beispiel das Flüchtlingsthema oder aber die Pandemie. Fakt ist, ich habe es eben schon mal versucht darzustellen, ja, es geht um wesentlich mehr als nur jetzt die Lufthoheit in der Frage der Pandemie im Grunde genommen zu erhalten. Querdenken, die Demonstrationen, auch da, ja, extrem ärgerlich. Ich musste mir dann auch selber Luft machen. Als ich gesehen habe, da sind 10, 15, 20.000, die von ihrem guten Recht der Verfassung, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit Gebrauch machen, wo aufgrund der Pandemie Auflagen erteilt werden. Sie sind Jurist, Sie wissen umso besser, wie schwierig es ist, eine Versammlung zu verbieten, aus gutem Grund. Und darauf bin ich auch stolz in unserer Gesellschaft, dass das eben so schwer ist. Denn wir haben in der Diktatur erlebt, was es bedeutet, wenn der Staat zu solchen Methoden greift. Das geht bei uns nicht. Aber es werden Auflagen erteilt, wie für jeden von uns gelten. Wir mussten heute einen Test machen, als wir hergekommen sind. Wir haben Masken aufgehabt. Also das volle Programm, sag ich mal. Die demonstrieren dort. Keine Masken auf. Sie sagen vorher auch, sie ziehen keine Masken auf. Aber es passiert nichts. Und das heißt dann noch, zumindest, es hat sich ja jetzt einiges verändert in den letzten Tagen, davor heißt dann auch noch, ja, was sollen wir denn machen, wenn da so viele stehen, die Masken eben nicht aufsetzen? Was sollen wir denn machen, wenn die dann auch noch ihre Kinder in die erste Reihe stellen? Wir wissen seit langem, dass die Querdenker gerade mit dem Ziel dann auch den Staat, und das heißt in erster Linie die Polizei und die Versammlungsbehörden, zu blockieren, abzuschrecken, diese Dinge auch umzusetzen, dass man sogar dazu auffordert, die Kinder mitzunehmen, die Kinder als Schutzschilde zu missbrauchen, damit man den staatlichen Maßnahmen quasi entgeht. Das eine sind die Durchsetzung der staatlichen Maßnahmen, die an dieser Stelle zu erfolgen haben. Und mit allem Respekt, ich akzeptiere auch nicht, wenn man mir sagt, wir müssen als Polizei jetzt erstmal lernen, wie wir mit dieser neuen Form der Demonstration umgehen. Das ist nichts anderes als ein verstecktes, wir wollen da eigentlich nicht so ran, weil keiner möchte im Endeffekt Fernsehbilder oder Zeitungsbilder produzieren, wo unter Umständen Rentner oder Kinder in der ersten Reihe vom Wasserwerfer getroffen werden. Ich darf daran erinnern, Stuttgart 21, da sah die Welt noch ganz anders aus. Da spielte das keine Rolle mit Erfahrungen, die man vielleicht noch sammeln müsste. Also hier geht es um die Frage, lageabhängig die Anordnungen des Rechtsstaates durchzusetzen, die für jede Frau und jeden Mann gelten. Passiert nicht. Was ist das für ein Signal in die Bevölkerung? Wir quälen uns alle mit Masken. Ich glaube, keiner von uns hat Spaß daran, diese Dinge auf der Nase zu tragen. Wir haben die Notwendigkeit erkannt. Sie hätten plädiert, dass, wenn das sichtbar ist, die Polizei interveniert. Absolut. Frau Lipp, das ist Ihre Aufgabe. Was hätten Sie sich gewünscht? Ich sehe, ich habe jetzt einfach ein konkretes Beispiel. Die Freundin eines Freundes von mir ist nach einer OP natürlich trägt sie eine Maske, an eine Tankstelle gegangen, wurde von eben diesen Demonstranten massiv belästigt, die Maske abzuziehen. Sie hat gesagt, sie ist Risikopatient und die sind fast handgreiflich geworden. Mhm. Das am helllichten Tag mitten in Berlin. Das ist natürlich jetzt ein Einzelschicksal, aber es ist natürlich auch, es zeigt, wie aufgeladen die Situation ist und wie schnell das eskalieren kann, wenn man diesen Menschen nicht mal sagt,
dass es irgendwo eine Grenze gibt. Und diese Leute, die ständig diese Demonstrationen machen, sind natürlich die, die, sagen wir mal, die demokratischen Rechte anderen nicht gewähren würden. Und das ist dann wieder dieses, ist es ein Systemfehler? Wie weit können wir das zulassen, ohne uns selbst wieder als Demokraten zu verraten? Das ist einfach eine Abwägung. Hätten Sie sich gewünscht und wünschen Sie sich, es wird in diesen Tagen wieder Demonstrationen geben, dass man sie auflöst, nicht weil es den autoritären Staat gibt, sondern weil eine Auflage. Also wir verlangen von Millionen Bürgern und Bürgerinnen, haltet euch dran. Und mit dem neuen Gesetz, wenn du nächste Woche zum Beispiel dann doch um 1 Uhr morgens zu dritt auf der Straße erwischt wirst, kriegst du wahrscheinlich ein Bußgeld. Da stehen tausende Demonstranten und Demonstrantinnen und lachen in die Kamera. Ja. Lachen in die Kamera und sagen, Ätschi Bätschi, Das ist diese rote Liniendiskussion. Entschuldigung, wenn ich da noch mal kurz zwischengehe. Das ist diese rote Linie. Entweder ich stelle diese roten Linien auf und setze sie dann auch durch. Ich muss mir gut überlegen, welche roten Linien ich ziehe, ob sie vertretbar sind, auch rechtsstaatlich. Aber wenn ich sie aufstelle, dann muss ich sie auch durchsetzen. Wenn ich das nicht tue, verliere ich die Glaubwürdigkeit. Also ich komme in kein Krankenhaus rein, um das mal zu erzählen. Ich hatte jetzt eine Vorsorgeuntersuchung und ich komme nicht in ein Krankenhaus rein, wenn ich nicht angemeldet bin, wenn ich keine Testsituation nachweise, wenn ich keine Maske trage. Und gleichzeitig, und ich finde das alles nachvollziehbar, schaue ich mir dann Bilder an, wo tausende Menschen in verschiedenen Städten immer wieder so unterwegs sind. Würden Sie sich wünschen, dass hier jetzt der Staat sich ernst nimmt? Oder verstehen Sie, dass man dann im Zweifel sagt, komm, wir holen ein paar raus, aber die Demo bleibt? Das ist ja immer der Begriff der Deeskalationsstrategie, glaube ich, der dahinter steckt, wo man tatsächlich unschöne, da sind wir wieder bei Ihnen, Bilder vermeiden will, weil man genau weiß, dass in der jetzigen, Sie haben es schön gesagt, aufgeladenen Situation solche Bilder unter Umständen die Situation noch mehr verschärfen. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich bin kein Sicherheitsexperte. Ich kann nicht sagen, was das für eine... Aber tatsächlich aus der Distanz, aus unserer Distanz heraus, und wir sind ja am Ende an der Fahnenstange, wo wir tatsächlich von morgens bis abends mit diesem Problem zu tun haben. Unser Krankenhaus im Übrigen, wie viele andere, auch durch Sicherheitsdienste abriegeln muss, um tatsächlich, weil es da sehr viele unschöne Situationen gab, völlig aus dem Ruder laufende Diskussionen mit Angehörigen etc., die das nicht verstehen wollen, dass es halt gewisse Regeln gibt, sind diese Bilder natürlich, finde ich, besorgniserregend. Ich rede jetzt als Privatperson an dieser Stelle, habe dafür wenig Verständnis. Ich finde es schade. Sag mal, es kann natürlich auch Situationen geben, wo ich als Polizeiführer zum Beispiel sagen muss, hier geht es darum, habe ich überhaupt die angemessenen Kräfte, um überhaupt so eine Masse aufzulösen oder in Schach zu halten? Aber ich bitte Sie, ich kenne so viele Demos, wo so viele Polizisten sind. Die Frage, setze ich die Gesundheit meiner Polizisten unverhältnismäßig aufs Spiel, wenn ich sie da reinjage? Nur, wenn ich an so einer Stelle schon bin, dann ist doch schon vorher was schiefgelaufen. Dann stimmt doch die Lagebeurteilung gar nicht. Dann habe ich doch gar nicht genügend Kräfte rangeführt. Oder neulich habe ich, ein Polizistenkollege sagte zu mir, wenn ich schon vor der Entscheidung stehe, Wasserwerfer oder Pfefferspray, dann ist schon was falsch gelaufen. Wir haben hunderte von Fußballspielen, wo Zehntausende von Fans in die Stadien kommen, wo wir Konzepte dafür haben, wie wir als Sicherheitsbehörden dafür Sorge tragen, dass das, manchmal ist es auch schiefgegangen, aber in der Regel nicht aus dem Ruder läuft. Warum kann man das nicht genauso anwenden? Ich kann nur sagen, es läuft ja jetzt. Die ersten Demonstrationen sind ja entsprechend aufgelöst worden. Nur auch an der Stelle frage ich mich, warum muss das so lange dauern? Denn die Signale, die in die Gesellschaft geschickt werden, die sind verheerend und führen natürlich dazu, deutlich zu machen, der Staat macht doch eigentlich gar nichts. Der Staat setzt doch eigentlich auch die staatliche Gewalt, das staatliche Gewaltmonopol gar nicht durch, wenn es sein muss. Und dann fragen sich alle anderen, warum soll ich mir denn die Maske aufsetzen, wenn die es auch nicht tun? Für mich ist die Frage einfach zu beantworten, weil ich mich schützen möchte, mich und meine Nachbarn. Aber die Frage beantworten in der Zwischenzeit eben immer mehr Leute anders und sagen, naja, dann machen wir eben alle Halligalli. Frau Leb, was macht eigentlich Angst mit der Politik? Sie erleben ja Angst in dieser Bundesrepublik Deutschland, ob das Corona ist oder die Angst vor dem Fremden, die Angst vor Europa. Also diese ganzen Narrative, die immer wieder dann aufpoppen. Aber Sie erleben das auch in Diktaturen, wo auch Diktatoren Angst haben.
was mit Ihnen passiert. Was ist dieser Zusammenhang zwischen Angst und Politik? Angst ist natürlich auch Macht oder die Ausübung von Angst ist Macht. Und das war zum Beispiel interessant, als ich in Nordkorea war zum zweiten Mal. Die ganze Welt hat gezittert vor Kim Jong-un. Und als ich dort war, habe ich ein ganz anderes Narrativ bekommen. Die Nordkoreaner, die unglaublich Angst vor der Außenwelt haben. Also das war verrückt. Diese Leute haben so zusammengehalten, weil sie gedacht haben, dass sie angegriffen werden und dem Erdboden gleichgemacht werden. Also Angst kann eine sehr große Solidarität hervorrufen. Und Angst ist immer reell, auch wenn die Gefahr nicht reell ist. Und das ist, glaube ich, das Problem an der Sache. Und es gibt eine Tiefenpsychologin, die sagt, es gibt drei Selbstverteidigungsmechanismen gegen die Angst. Und es ist die Gewalt, die Gier und die Lüge. Und da spielen dann natürlich auch diese Verschwörungstheorien mit rein. Es ist, wer die Angst schürt und besitzt, hat mehr Macht, als man wahrscheinlich... Also die Angst ist stärker als die Vernunft. Das sehe ich auch so. Das empfinde ich auch so, die Angst. Das haben Sie wirklich gut gesagt. Dieses Nordkorea-Beispiel ist natürlich sehr beeindruckend. Ja, ist auch nachvollziehbar. Mhm. Also Sie erleben das, wir erleben das. Also wir in unserem Alter erleben ja Angst unmittelbar. Da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Ich sehe nach draußen, erlebe Leute, wenn die demonstrieren, habe ich manchmal gedacht, die haben ja auch vor irgendetwas Angst. Sie strahlen unheimlich viel Wut zum Teil auch aus und aus vielleicht einer versteckten Angst entwickelt sich was ganz anderes, eine ganz andere Energie. Den Eindruck habe ich so ein bisschen. Da gibt es einen ehemaligen AfD-Abgeordneten im Baden-Württembergischen Landtag, ich glaube, der ist jetzt nicht mehr reingewählt worden, aber ich habe mir von dem einige Reden angeguckt. Ich habe nicht geglaubt, ich habe es als Bürger dieses Staates nicht geglaubt, dass jemand überhaupt in einem Parlament in Deutschland so reden kann, so reden darf. Davon gibt es einige, auch Parlament, wo... Und das ist dann wirklich, da habe ich gedacht, schau mal an, das hat was damit zu tun, da sind wir wieder bei diesem Freiheitsgedanken, ja. Du darfst das alles sagen, darauf pochen die auch immer rum. Ich würde mich schämen, so zu reden, aber das geht. Naja, sie pervertieren ein Stück weit. Ganz kurz, Frau Leeb, sind wir in Deutschland naiv, was der Extremismus, der Radikalismus... an Konsequenzen haben kann. Ich meine, Sie hatten ja mal gerade das mit diesem Beispiel, wo Sie erzählt haben, es sind nur 5 oder 6 Schichten. Sind wir naiv, dass wir so tun, als ob wir uns wirklich wundern, dass zum Beispiel solche Parlamentarier solche Reden halten? Ist das eine Wohlstandsnaivität, über die wir auch reden? Es kann auf jeden Fall eine Dekadenz sein. Und es gibt ja auch, hat ja Plato schon gesagt, diesen Kreislauf der Verfassungen, dass nach der Demokratie der selbstgewählte Tyrann, also der ist damals gut besetzt gewesen, kommt und der wird dann wieder dekadent, weil er keine Kritik hat, dann kriegt man nicht mehr los und dann fängt wieder die Aristokratie an, dann wird die wieder dekadent, dann kommt daraus die Oligarchie, die Demokratie in dem Fall und das weiß ich nicht, ob wir jetzt wirklich in so einer Zeitenwende sind, weil wir uns die Demokratie vielleicht gar nicht verdienen mehr, weil wir davon ausgehen, dass sie ein Geschenk ist. Aber Demokratie ist kein Geschenk. Man muss sie immer wieder sich erkämpfen. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, es muss auch irgendwo einen Ort geben, wo die Leute Hooligans sein dürfen. Und der ist jetzt natürlich gerade weggefallen. Also, das ist eine interessante These. Herr Janssens, ich möchte es jetzt mal also umgekehrt machen. Ich möchte wirklich mal eine andere Form von Erzählung machen. Diese Bundesrepublik Deutschland ist in einer der dramatischsten Krisen der letzten Jahrzehnte. Nicht nur Deutschland, aber reden wir jetzt von diesem Land. In der Tat, die Geschäfte werden geschlossen. In der Tat, Existenzen sind bedroht. Aber es gibt Kurzarbeitergeld. Das Insolvenzrecht, um es mal ganz jetzt juristisch zu sagen, ist einfach momentan aufgehoben. Die Hilfen kommen zu spät, aber es gibt Hilfen. Die Krankenhäuser sind, wie auch immer, auf einem quantitativen und qualitativen Niveau, das man sich in vielen Ländern wünschen würde. Die Freiheit, auch zu demonstrieren, auch Querdenker, sie ist da. Ist das nicht eigentlich etwas, was man sagen muss, hallo Leute, was ist eigentlich mit euch los, dass ihr
bei all diesem auch Traurigen und Deprimierenden, und auch ich würde ganz gerne wieder ins Restaurant gehen und reisen, das möchte ich gar nicht jetzt erzählen. Warum setzt sich diese Erzählung nicht ein Stück mehr durch? Wovor haben die Leute Angst? Unter Umständen, dass die Demokratie und dieses Land doch ganz gut ist? Besser als das, was man dauernd im Meckern hat? Und wenn, wann nicht jetzt, kann man sagen, ja, es läuft vieles schief. Aber hallo? Ich denke mal, ich gehe jetzt mal weg aus dieser Corona-Pandemie zum Ebola. Vielleicht sind sie in den Gebieten auch gewesen. Und da sind ja wirklich ganz andere Umstände gewesen. Da sind ja die Leute gestorben, eine extrem hohe Sterblichkeit. Ja, und dieses Virus drohte ja auch irgendwie in die westliche Welt überzuschwappen mit einigen wenigen Kontaminationen. Und da haben wir auch von ganz, ganz weit ferne dahin geguckt, nach unten in diese Länder, und haben uns die Augen gerieben und wirklich furchtbares Leid auch gesehen. Übrigens auch von die Ärzte ohne Grenzen waren die Ersten, die da gewesen sind, die gesagt haben, und die Ärzte ohne Grenzen haben die Weltgemeinschaft darauf aufmerksam gemacht, was da unten los ist. Die Ärzte ohne Grenzen, nicht die Politik, nicht die WHO. Das waren die Ärzte ohne Grenzen. Ja. Die haben auf dieses Leid aufmerksam gemacht. So, wenn Sie dann anschauen, wie die wenigen westlichen Infizierten, mit welcher Sterblichkeit die da rausgegangen sind und mit welcher Sterblichkeit da unten, da haben wir irgendwie nichts daraus gelernt. Wir haben auch in einem Sessel gesessen, den Fernseher angeschaltet und haben diese Bilder gesehen von grauenhaften Verläufen. Haben uns die Augen gerieben, dann waren wir ganz entsetzt, wenn in Hamburg-Eppendorf ein Ebola-infizierter Patient ankam. Sie erinnern sich an die Bilder, wo man sich, das ist unvorstellbar, die haben das dann überlebt, es wurde sich gekümmert, also sie haben eine geringe, deutlich geringere Sterblichkeit gehabt. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, es ist ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen. Was? Ja, wir lehnen uns zurück und gucken dazu und schätzen es gar nicht mehr. Die Wertschätzung unserer unglaublichen, komfortablen Situation. Ja. Mag jetzt jeder mit mir schimpfen, aber ich glaube, Sie haben das ja eben quasi so gesagt. Wir haben doch dies und das und das. Tatsächlich gibt es unheimlich viel Leid und Sorgen, und es wird ja auch dauernd gesagt, es gibt mehr Suizide und. Ja. Aber nichtsdestotrotz vergleichen, wenn Sie doch in den Regionen gewesen sind, Sie wären doch die Zeugin, die uns zurückspiegelt, was tatsächlich sowas bedeutet, aber was es sein könnte. Oder ist das nicht so, da klafft doch irgendwas auseinander, was ich gar nicht mehr verstehe, und das hat doch nichts mit Samaritertum zu tun. Ja? Es ist, glaube ich, also Friede oder Sicherheit ist so wie Gesundheit. Man weiß sie nicht zu schätzen, bis man sie verliert. So ist es, ja. Ich komme noch mal auf Angst und Vernunft für einen Moment zurück. In der Tat, Angst ist stärker als Vernunft. Warum? Weil Angst ein Gefühl ist. Und Sie können Gefühle auch nicht runterkochen, wenn Sie mit Fakten kommen. Ich habe so eine Diskussion öfters, wenn es um die gefühlte Sicherheit geht. Wenn mir Leute sagen, ja, die überrennen uns und die ganzen Fremden hier und diese ganze Diskussion, die dann geführt wird. Und wir fühlen uns so unsicher, wir müssen Bürgerwehren aufbauen, weil der Staat schützt uns ja nicht mehr. Das kann man ungefähr vergleichen mit jemandem, der Flugangst hat. Wenn Sie sich neben denen im Flugzeug setzen oder die, greift schon in den Sitz und Sie merken schon, okay, stirbt wahrscheinlich am Herzinfarkt, bevor die Maschine überhaupt gestartet ist, dann hat es wenig Sinn, so jemandem zu erklären, dass rein statistisch die Chance, mit dem Flugzeug abzustürzen und auch noch zu versterben nach dem Absturz, so gering ist, dass es mit Sicherheit nicht passiert. Er wird trotzdem vor Angst in den Sessel beißen. Und das ist, glaube ich, etwas, was einerseits bei uns nicht wirklich erkannt wird, auch wie Politik heute gemacht wird, und andererseits von anderen aber auch eingesetzt wird, um damit Politik zu machen. Aber die Therapie, die man in diesen Fällen, nicht nur in diesen, macht, ist, dass man zum Beispiel solche Passagiere in Cockpit setzt, am Boden neben einem Kapitän, um dieses Erleben auch zu simulieren und gleichzeitig Dinge zu erklären. Und selbst Leute wie Nelson Mandela haben gesagt, ich zitiere mal, wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch auch andere. Richtig. Also durch Lernen, oder ich gehe einen Schritt zurück, Zivilisation bedeutet, Angst zu überwinden. Mhm. Vielleicht liegt es auch an dem... Also Lernen. Und da fehlt entweder etwas oder die Erwartungen sind vielleicht zu groß. Aber warum lernt es sich so schwer, mit einer Pandemie
zu leben. Ich komme nur ein Zwischensatz. Ja, sofort. Aber ich wollte noch zur Bildung kommen, genau zu dem Punkt. Aber was vermitteln wir denn in Bildung? Wir vermitteln heute Faktenwissen, keine Empathie, keine Werte. Ich wäre ja schon froh, wenn wir über Faktenwissen in der Bildung diskutieren würden. Also in einer Zeit wie gerade jetzt, wo Fake News und das Internet und manipulierte Fakten auch zum Alltag der Probleme geworden ist, wäre ich ja schon froh, es gibt Leute, die den jungen Menschen Fakten vermitteln, das Verstehen zum nächsten Schritt. Aber ich würde Sie gern fragen, Frau Leeb. Also mir macht es Angst, wenn ich den Begriff verwende, dass wir nicht lernen. Wenn Fakten Menschen, die Angst haben, nicht erreichen können, dann sollten wir vielleicht als Gesellschaft uns bewusst machen, was Angst eigentlich ist. Und zum Beispiel ist Angst auch in meinem Beruf ein absolutes Tabuthema. Eine bekannte Schauspielerin, Nora Tschirner, hat jetzt gesagt, dass sie unter Depressionen gelitten hat. Und konnte sie niemandem sagen, weil sie sonst keine Jobs mehr bekommen hätte. Das ist in meinem Beruf so. Das ist, wie Sie gesagt haben, in anderen Berufen auch so. Es wird als Schwäche ausgelegt. Genau, als Schwäche. Vielleicht sollten wir besser als Gesellschaft verstehen, was Angst ist und diese vielleicht auch anders behandeln. Dann wäre diese Unkontrollierbarkeit vielleicht nicht mehr so hoch, weil ein Mensch in Angst ist unkontrollierbar. Wir wissen nicht, was diese Person wählt. Trotzdem, ich will es doch noch mal hier auf den Tisch legen. Es gibt auch während der Pandemie, aber nicht erst seit der Pandemie. Ein Prozentsatz, lassen wir es 10-20% unserer Gesellschaft sein. Das sind Millionen Menschen, deren Existenz bedroht ist, die zu wenig haben, um in dieser Gesellschaft zu leben. Einfach vom Einkommen. Es gibt Kinder, und auch nicht erst seit der Pandemie, die aus ganz unterschiedlichen familiären Gründen, das müssen nicht nur Migrantenfamilien sein, sondern auch Familien, wo die Eltern oder wer auch immer völlig versagen, man kennt das von der Arche, man kennt das von überall, wirklich, was ihre Zukunft angeht, bedroht sind. Der Großteil dieser Gesellschaft ist seit Generationen, mindestens seit 20 bis 30 Jahren, existenziell, außer wenn in der Familie etwas passiert aus Gesundheitsgründen, eigentlich mit Gefahr, um jetzt in ihr Leben zu treten, mit Gefahr überhaupt nicht mehr konfrontiert. Kann es sein, dass eine solche Gesellschaft überhaupt kein Koordinatensystem mehr hat, wie man mit Gefahr so umgeht, dass man ein Stück vernünftig, und zwar aus Eigeninteresse, um sich auch selbst zu schützen, in dem Fall, reagiert währenddessen in Gesellschaften, die archaischer sind, wo die Gewalt an jeder Ecke steht, wo der Tod auch real ist. Da reden wir jetzt nicht über die Frage, ob ich auch Hartz IV bekomme, sondern wir reden wirklich über Leben und Tod, damit anders umgehen oder gelernt haben, umzugehen, Frau Leeb. Ich bin natürlich sehr viel jetzt im Ausland gewesen und habe ich habe eine andere Fallhöhe, aber ich finde Leid sehr schwer relativierbar. Also ich finde, man muss auch großen Respekt haben vor Menschen, die einfach jetzt durch eine sehr schwere Zeit gehen. Und ich möchte das nicht kleinreden und nicht relativieren. Es geht nur darum, wie können diese Menschen sich bemerkbar machen? Wie kann man denen helfen und nicht denen diesen Querdenkern oder diesen Verrückten. Also ich bin in ganz anderen Gebieten unterwegs, wo die Menschen also umgebracht werden und ermordet werden. Und deswegen kann also ich meine Frage ist eine andere. So wie ich gefragt habe, kann man sich an Angst gewöhnen? Wollte ich Sie fragen, kann man, wenn man in Lebenssituationen sind, die permanent extrem sind, einen anderen Umgang mit der Angst im Sinne von Lernen erlernen, dass man sich weniger von dieser Angst irrational verhält, sondern lernt, weil man es viel öfter erlebt als in Wohlstandsgesellschaften, diese Angst in konstruktiven Überlebensverhalten umzusetzen. Also was dort konstruktiv ist, in den Gebieten, in denen ich unterwegs bin, ist, dass die Menschen mehr zusammenhalten. Auch wenn sich das jetzt paradox anhört, es gibt einen viel größeren Sozialvertrag. Gerade in sehr ärmlichen Gebieten funktioniert die Gesellschaft besser als in den reichen
Gegenden, in denen ich jetzt hier unterwegs bin. Ist das ein Problem? Ich denke mal, wenn ich jetzt mal wieder zurück in meinen Beruf gehe und es kommt der Augenblick, wo die Perspektive sich dreht. Das ist ja in dem Moment, wo Sie da liegen und wir haben gerade bei Ihnen eine Computertomographie gemacht und out of the blue ist der ganze Körper voll Krebs und ich habe diesen Befund mitgeteilt bekommen, gehe in das Zimmer rein. Jedes Mal denke ich, mache die Tür auf, der Mensch ist so und ich setze mich hin und sage ihm das offen und ehrlich, ohne Schnörkel. Und in dem Moment ist alles, alles anders und alles ist komplett anders. Das ist der gleiche Mensch. Und sie gehen dann raus und manchmal macht man das ist so, was diese, wir sind so nah dran an diesem Punkt und sie wissen das auch nicht, was in ihrem Körper schlummert, sie auch nicht, sie auch nicht, ich übrigens auch nicht. Wir sind so nah an diesem Umkippen, machen es uns natürlich nicht bewusst, sonst können wir ja nicht mehr leben, das würde ja auch keinen Spaß mehr machen. Aber stimmt es? Man könnte philosophisch auch sagen, erst wenn dir bewusst ist, wie verwundbar du bist, wie jede Sekunde, Sie sagen es gerade, dein ganzes Leben verändern kann, eine Krebsdiagnose. Ist es nicht umgekehrt? Würden wir uns damit etwas mehr beschäftigen, über diese Verwundbarkeit, würden wir vielleicht bewusster leben? Das ist das, was ich sagen wollte. Es geht ja nicht darum, dass ich an der ständigen Angst lebe, dass in meinem Körper jetzt ein bösartiger Tumor schlummert. Ja, darum geht es ja gar nicht. Oder was anderes. Oder ich stehe auf und mache noch einmal Bums und bin umgefallen, habe Kammerflimmer und bin tot. Ja, die Chancen haben wir ja alle. Ja. Es geht auch nicht darum, dass ich permanent davor Angst habe, die Bewusstseinsmachen davon. Und das, da sind wir wieder bei dem Anfangspunkt, dass wir das so nach außen gedrängt haben. Das sind doch die Bilder, wenn ich die sehe, tatsächlich sind die Querdenker oder die Demonstranten, tatsächlich können sich das nicht vorstellen, dass im gleichen nächsten Moment, und einige von den Demonstranten sind ja auch auf einer Intensivstation gelandet, so ist es ja nicht, ja, von der AfD, die das ignoriert haben, die das ja mitgemacht haben, diesen ganzen Prozess. Diese Vorstellbarkeit der Gesellschaft, dass es durchaus das Potenzial gibt, dass ich in eine solche Situation reingerate und das mit ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl damit umgehen will, das könnte vielleicht was bewirken, aber da wird abgeriegelt. An dem Moment, glaube ich, wird komplett abgeriegelt. Erst wenn die Tür aufgeht und der Arzt kommt rein und sagt, du hast. Das ist alles anders. Ich möchte an der Stelle aber nochmal dafür plädieren, zu unterscheiden. So schwierig und so gefährlich die Situation mit Querdenkern und anderen Neurechten, Verschwörungstheoretikern und so weiter in unserer Gesellschaft sind, zu unterscheiden zwischen denen, die noch eine Minderheit sind, und der großen Mehrheit, die, glaube ich, eher auf dem Weg ist, sich anders mit dem Thema Corona, Leben, wie stehen wir füreinander ein, auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass wir die Querdenker ignorieren sollten und so tun sollten, als wenn sie nicht da sind. Wir müssen uns denen widmen. Aber wir dürfen auch nicht den Fehler machen, die schon zur Mehrheit der Gesellschaft zu erklären und damit sozusagen den Untergang schon zu prognostizieren. Da sind wir wieder bei Ihnen. Sie haben ja gesagt, gib den anderen doch endlich mal das Gesicht. Wir müssen das eine tun, das andere nicht lassen. Aber ich komme nochmal dazu. Die Frage ist, und das ist die Mehrheit unserer Gesellschaft, und daran müssen wir stetig weiter arbeiten. Da sind wir genau bei dem Punkt. Wo ist der Kitt unserer Gesellschaft? Was ist das, was uns zusammenhält, was uns verbindet? Und im Übrigen noch ein Satz, das ist jetzt keine Entlastung. Wir reden über Deutschland, weil wir sind hier in Deutschland. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind nicht die einzige Demokratie auf dieser Welt, die im Grunde denselben Prozess durchmacht. Schauen wir uns die Vereinigten Staaten von Amerika an. Trump, ein Beispiel. Es gibt eine wunderbare Philosophin und Juristin, Martha Nussbaum. Chicago University, hat ein sehr schönes Buch geschrieben zur Monarchie der Angst und hat darin dargestellt, so ähnlich wie auch Sie in Ihrem Buch, wie nutzt man dieses Instrumentarium Angst, um auch zum Beispiel Politik gezielt in bestimmte Richtungen zu lenken und damit Gesellschaften auch ein Stück weit zu manipulieren, weil Menschen in Angst eben empfänglicher sind, um bestimmte Dinge zu tun. Und ich glaube, selbst da sind wir noch in unserer Gesellschaft wesentlich gefestigter, als wir vielleicht im Moment nach den vielen Bildern, die wir zum Teil auch zu sehen kriegen, glauben. Also ich will mal von der großen Philosophin in den Alltag kommen. Wir haben ja Rituale, um mit dem Leben, dem Sterben und dem Tod umzugehen. Und gerade jetzt während der Pandemie ist eines dieser
Rituale, die auch Trost haben. Und zwar sowohl für den Sterbenden als auch für die Angehörigen, auch aus Pandemiegründen aufgehoben. Nämlich Sterbende und Angehörige können nicht zusammen diesen Prozess durchleben, sondern müssen es alleine machen. Ich will nur mal auf die Zahl zurückkommen. Wir reden von 80.000 Menschen, wir reden vielleicht von 800.000, 1 Million, die damit betroffen sind. Auch das Begräbnis ist ja ein Ritual, um irgendwie diesen Tod, selbst in Kriegsgebieten versucht man, eine Leiche zu begraben, in eine kulturelle Handlung zu übersetzen. Man hat Angst davor, dass eine Leiche da liegt, auch hygienische Ängste. Was macht das momentan mit den Menschen, auch in ihrem Verhältnis zu Leben, zu Sterben und zu Tod, dass das nicht stattfindet? Das muss stattfinden. Wir haben am Anfang tatsächlich, das sage ich auch selbstkritisch, viele, viele Fehler gemacht, aber auch aus Angst davor, weil wir nicht wussten. Aus Angst davor, weil wir nicht wussten, was es für Konsequenzen hat. Und wir müssen, und das ist eine ganz klare Aufgabe, alles dran setzen, dass das, zutiefsten menschlichen Situation, dass die nicht alleine sterben dürfen. Das ist auch vollkommener Unsinn letztendlich. Wir riegeln uns ja auch ab, die Krankenschwestern werden ja auch armiert bis unter die Decke. Da muss ich auch, das muss ich auch den anderen geben. Am Anfang hat man das ja gar nicht. Die persönliche Schutzausrüstung war ja gar nicht da, wäre es gar nicht gekonnt, ja. Werden die gar nicht versorgen. Aber dass wir das zugelassen haben, das ist wirklich ein Versagen. Wenn ich mal wirklich vom Versagen spreche, wo wir uns eigentlich für schämen müssen. Weil alleine eine Omi, deine Mutter sterben zu lassen, und die werden nicht dazugelassen. Also das ist für mich unvorstellbar. Wir haben jetzt auch seit bei unserem Krankenhaus viele, viele Wege gefunden, das wirklich abzuändern. Das muss man auch abändern. Das ist ja zutiefst das Humane. Wenn du auf die Welt kommst, wirst du sofort von irgendjemandem genommen. Aber es kann nicht sein, wenn du von der Welt gehst, dass du da in einem Zimmer abgeriegelt bist. Und nein, das darf nicht sein. Sie, Frau Leeb, haben mit Leben, mit Sterben und mit Tod, wenn Sie beruflich unterwegs sind, im Prinzip ausschließlich zu tun. Wir haben ja versucht, schon die ganze Zeit triggert sich das ja in unserem Gespräch wieder. Vielleicht zeigt uns die Pandemie, dass unser Verhältnis zum Leben, zum Sterben und zum Tod so verdrängt war, dass es uns jetzt zwingt, wie kleine Kinder, uns mit etwas zu beschäftigen, was wir eigentlich als Erwachsene tun können müssten. Und der Philosoph, als Sie Plato genannt haben, Epiktet hat geschrieben, der Tod ist nichts Schreckliches, nur die schreckliche Vorstellung macht ihm furchtbar. Dort, wo Sie unterwegs sind, was passiert da mit dem Verhältnis zum Tod, zum Leben, zum Sterben, zum Wert des Seins? Das ist natürlich ein Kreislauf. Und wie Sie gerade gesagt haben, wenn ein Baby geboren wird, schaut es normalerweise in lauter lachende Gesichter. Es ist willkommen, die Menschen freuen sich, und das ist der Aufbau des Vertrauens ist eigentlich die Grundvoraussetzung für ein gelungenes Menschenleben. Und dieses Vertrauen wird in solchen Situationen natürlich zerstört. Und was mir wirklich Angst macht, ist der Verlust der Menschlichkeit, dass man sich selber nicht mehr erkennt in dem Gegenüber und auch Lust hat zu töten. Also ich sollte auch zweimal, also einmal direkt ermordet werden mit Granatfeuer. Ich meine, wo leben wir denn? Ja, nicht alle haben diesen Anschlag überlebt, aber es wurden Granaten auf mich geschmissen. Das muss man sich einfach vorstellen. Ja? Ich bin dadurch wieder. Wo haben Sie mehr Angst, vor dem Sterben oder vor dem Tod? In dem Moment hatte ich eigentlich schon abgeschlossen mit dem Leben, weil es haben ja auch nicht alle überlebt an diesem Tag. Es war dann irgendwie klar, dass ich da nicht mehr rauskommen werde. Vor dem Tod, das hatte ich eigentlich dann schnell akzeptiert. Aber was Sie vorhin auch gesagt haben, was ich nicht akzeptieren konnte, ist, dass mein Körper
in der Wüste verschwindet und niemand jemals Bescheid weiß, was passiert ist. Und das ist so komisch, weil im Grunde genommen ist man halt tot, dann sind es ja nur die Knochen. Aber es war für mich ein unvorstellbarer Gedanke, dass die Geschichte, die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Haben Sie mehr Angst vor dem Sterben oder vor dem Tod, Herr Janssens? Also ich spreche ja häufiger mit, wirklich, und ich nehme an so einem Prozess auch tatsächlich nicht gern, aber trotzdem sehr bewusst daran teil, wenn ein Mensch stirbt auf der Station, nicht unbedingt auf der Intensivstation, dort auch. Und eins muss ich ganz ehrlich sagen, auch jenseits der Intensivstation, was ich da immer mitgenommen habe, dass ich tatsächlich, das beruhigt mich, und zwar außerordentlich, dass der Prozess des Sterbens in der Regel, nicht in solchen Bereichen, wo Sie sind, unglaublich friedvoll ist. Es ist schon wirklich erstaunlich, trotz nach langem Leid, wie Ruhe in diese Menschen eintritt und sich plötzlich von diesen Menschen, die am Sterben sind, die dann tot sind, auch eine Ruhe raus entwickelt. Das beeindruckt mich jedes Mal tief. Und es nimmt mir tatsächlich in diesen Momenten die Angst vor dem Sterben, weil ich tatsächlich sehe, es ist tatsächlich nicht so schlimm, sondern es vollendet sich was, was dir so und so vorhergesagt gewesen ist. Und es zeigt mir aber in dem Moment auch immer wieder ganz klar, ich habe dann vor dem Moment tatsächlich, wenn ich in guten Händen wäre oder wenn mich erstmal, ich möchte nicht alleine sterben. Ich hätte Wahnsinn, da hätte ich Angst vor. Und ich finde es unglaublich traurig, wenn Menschen, es gibt leider so viele Menschen, die alleine sind, wenn sie alleine sterben. Deshalb ist diese Corona-Geschichte mit dem Alleinsterben wirklich furchtbar. Aber viele Menschen starben, ich weiß das, alleine in ihren Wohnungen, gerade ältere Menschen in diesem Land. Ich finde es wirklich nahezu furchtbar und das ist auch wirklich, auch, da sind wir wieder bei der Gesellschaft, da haben wir wirklich was total verdrängt. Die werden in die Altenheime reingepackt und ich dachte das mal über Spitz und dürfen dann, müssen dann da alleine sterben, ohne dass jemand bei sind. Sie haben aber immer wieder gute Pflegekräfte, die ihnen zur Seite stehen. Aber alleine sterben, das ist so ein bisschen so das, das macht mich wirklich sehr, sehr traurig. Und wenn wir Menschen haben, die dann alleine ins Zimmer sagen, immer, da muss jetzt jemand dabei oder wir versuchen dann selber reinzukommen und Schwestern gehen dahin und halten die Hand, dass er nicht alleine ist. Dieses Alleinsein, das bin ich ganz, ganz ehrlich, dass alleine zu sterben, das wird mir Angst machen. Davor habe ich Angst. Oder dass ich es nicht gelöst habe vor, was vielleicht noch zu lösen wäre. Also diese beiden Sachen, also irgendwie einen Abschluss zu finden, ich weiß ja, dass ich auch selber sterben muss, aber nicht den richtigen Abschluss gefunden zu haben vom A nach B, das wird mir Angst machen. Deshalb muss man sich das auch bewusst machen. Und ich finde, gerade jetzt ist so eine geeignete Zeit für die Gesellschaft, sich nochmal bewusst zu machen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, dass das gar nicht so weit weg ist. Es ist nicht weit weg. Und das muss man auch als positive Kraft mal wieder zurücknehmen in uns selber. Vielleicht können wir daraus wirklich was gewinnen. Vielleicht haben wir eine Post-Covid-Gesellschaft, die irgendwas gelernt hat. Man hat im Moment so Zweifel daran, aber nehmen wir doch was daran mit und das sind doch keine abstrusen Ideen. Also ich würde gerne etwas hinzufügen, was mir Angst macht. Schmerz. Die Frage, wie ich, wenn ich es nicht mehr kann, in diesem Prozess gepflegt werde. Also man kann das jetzt wieder mit dieser Würde hinzufügen. Wenn ich diese Bilder sehe, übrigens von Covid-Patienten auf Intensivstationen, ist das genau das, wo ich dieses Gefühl habe, möchte ich so sterben? Also an so einer, auch wenn ich dann schon nicht mehr bei Bewusstsein bin, aber diese Bilder machen mir zum Beispiel Angst, wenn ich mir vorstelle, ich wüsste das, also ich beobachte es, wie ich in diesem Zustand lande und wie ich auch merke, wie verzweifelt Ärzte und Pfleger und Pflegerinnen sind, wenn ich mir dann bewusst mache, diese Qual und diesen Schmerz, das will ich nur hinzufügen, auch bei einer Krebserkrankung, wie sterben, das ist schon etwas, was mich besorgt. Also die Vorstellung, ich bin jetzt tot. Aber Herr Friedmann, das haben Sie doch in der Hand. Erzählen Sie. Sie haben es doch in der Hand. Sie können doch tatsächlich vorausschauend planen. Sie können doch tatsächlich zumindest ganz klarstellen, dass Sie für den Fall einer langen, schweren Krankheit, ein Alzheimer, die Sie entwickeln, eine Demenz, und dass Sie
bestimmte Sachen dann halt nicht mehr wollen, dass sie das festlegen, zusammen mit ihren Angehörigen, wirklich klar auch klar definieren mit ihren Vorsorgevollmächtigen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und zwar so detailliert wie möglich. Das in vielen guten Gesprächen miteinander erläutern. Die Last von den Angehörigen dann wegzunehmen, wenn es tatsächlich in eine kritische Entscheidung geht. Und zu verhindern, dass sie genau dahin kommen, wo sie dann nicht hinwollen. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was wir wirklich jetzt auch üben müssen. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass in dem Verlauf des letzten Jahres, am Anfang haben wir wirklich sehr, sehr viele alte Patienten, auch ich bin ja in der Nähe von Heinsberg, aufgenommen, dass tatsächlich im Vorfeld, auch in Altenheim, offensichtlich viel mit Leuten auch gesprochen wurde und viele alte Menschen gesagt haben, ich bin doch nicht an der Beatmungsmaschine. Das kommt nicht für mich in Frage. Und dass man tatsächlich dann, Gott sei Dank, davon abgesehen hat, denen das anzutun. Und das ist ja auch richtig so. Aber am wichtigsten ist doch, dass ich, dass das Mensch für mich selber entscheidet. Dass Sie, Herr Kramer, wenn Sie sagen, Sie haben auch Ihre Vorstellung von einem gelungenen und einem nicht gelungenen Leben, dass Sie das auch vorher formulieren. Aber das ist Ihre Aufgabe. Und da können Sie, das können Sie auch keinem anderen überantworten. Und wir kämpfen doch jeden Tag damit, dass wir dann sagen, der Patient hat überhaupt nichts gesagt. Dann kommt der mutmaßliche Patientenwille unten. Und dann wird es immer schwierig. Dann kommen die Angehörigen ins Spiel, sind massiv belastet. Und dann finden wir trotzdem einen Weg dahin. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das finden Sie. Wenn Sie gute, vernünftige Ärzteteams und Schwesternteams haben, Sie kommen nicht dahin, wo Sie nicht hinwollen. Aber wenn Sie es vorher nicht gesagt haben. Ich wollte gerade sagen, Sie haben mich noch gar nicht gefragt. Aber um Gottes Willen. Ich habe mich mit der Frage noch nicht auseinandergesetzt. Ist vielleicht eine schockierende Antwort, aber Sie sind, repräsentieren die Mehrheit. Aber wir haben interessanterweise vorhin noch gerade drüber gesprochen und wir haben beide eigentlich gesagt, naja, irgendwann sterben wir, so oder so, aber bis dahin leben wir. Und die Frage ist, also jetzt etwas platt wiedergegeben, das war eine durchaus längere Diskussion, das wir beide darüber hatten. Und die Frage ist doch einfach die, ja, und diese Fragen, ich sehe es gerade, mein Vater ist im Moment Pflegeheim und Geschichte, alles nicht so dolle. Letztes Jahr kurz davor zu sterben, jetzt wieder auf dem Bein. Also das sind durchaus Themen, die auch jetzt nicht völlig fremd sind für mich natürlich. Aber ich sage mir, ich will leben. Ich will auch noch, bis dann irgendwann der Punkt gekommen ist, wo Ende ist, bis dahin habe ich noch eine Menge vor. Ob es mir vergönnt ist, das auch umzusetzen, das werden wir sehen. Aber und ich glaube, das ist was, was ich auch noch mal aus unserer Diskussion auch noch mal ein Stück weit mitnehme und auch aus der ganzen Corona-Pandemie. Das Leben wertzuschätzen. Und damit meine ich nicht nur Party und Fun, sondern auch die vielen Dinge, die einem das Leben schenkt. Philosophische Abende wie hier und solche Diskussionen, aber auch der Kampf für Demokratie, Freiheit, Gleichheit und andere Dinge. Also dieses Wechselspiel von Dingen und einfach zu sagen, ich habe Lust auf dieses Leben. Und gerade jetzt in dieser Pandemie. Und ich werde alles tun, um dieses, mein Leben und das, um die Menschen um mich herum, wo ich es kann, zu schützen, dass wir da durchkommen. Ich vermisse auch in manchen unserer Diskussionen, auch in unserer Gesellschaft immer so ein bisschen, so dass den Horizont, das Licht am Ende, wir neigen so ein bisschen, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber ich habe manchmal so dieses Gefühl in Deutschland immer dazu, dann so in eine Art Schwermut zu verfallen, wo dann alles, wir reden uns dann nur noch besoffen vom Untergang. Aber Kramer, ich will Ihnen da auch nicht zu nahe kommen, aber wenn ich Herrn Janssens richtig verstanden habe. Ich wollte dem jetzt nicht widersprechen, was er gesagt hat. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann gehört zu Ihrer Sehnsucht nach einem guten Leben auch, sich den eigenen vorgestellten guten Tod, um das noch mal zu holen, dieses gute Sterben, selbstbestimmt nicht nur vorzustellen, sondern es so zu formulieren, dass es so wird, wie Sie wollen. Und ist das Problem, dass wenn wir über das Leben, ich meine, wir sind aufgeklärte Menschen, wir sind eine Generation voller Wissen, jedenfalls mehr Wissen als je zuvor Menschen hatten. Wir können unterscheiden zwischen Glaube und Wissen. Wir können zwar an Gott glauben oder auch nicht, wir können das alles. Und trotzdem, wenn ich Ihnen jetzt zugehört habe, ja, Sie sagen, aber darüber habe ich so noch, ich will ein gutes Leben, aber wenn ich von Corona was gelernt habe oder auch als meine Eltern gestorben sind, ist die Auseinandersetzung mit meinem Tod, mit meinem Sterben, ist ein Bestandteil meines Lebensseins. Ist das jetzt falsch gedacht, Frau Leb? Also ich glaube, eins ist sicher, dass wir
alle sterben werden. Und das ist, glaube ich, ziemlich demokratisch. Der Tod ist demokratisch. Der kommt zu allen. Ich glaube, jeder hat Lust auf ein gutes Leben und einen humanen Tod. Also ich habe zum Beispiel als Jurist die Erfahrung, um es jetzt mal auf eine ganz andere Ebene zu nehmen, dass von den meisten Menschen, auch in wichtigen, verantwortlichen Positionen, auch Menschen, die machen kein Testament, um jetzt nicht nur vom Patiententestament zu reden. Sie beschäftigen sich nicht damit, dass das alles dazugehört. Warum ich das diskutieren möchte mit Ihnen dreien ist diese Angst vor dem Tod immer noch so ein Teil der kulturellen und gesellschaftlichen und individuellen Markierung? Also Hölle, Paradies, gibt es einen Sinn des Lebens? War es nichts oder gibt es dann ein ewiges Leben? Ja, ist das alles noch so unverhandelt, obwohl wir ja glauben, wie modern wir sind und wie aufgeklärt wir sind, dass wir merken, und auch das kann ja in dieser Corona-Krise so viel Angst machen, dass diese Beliebigkeit, diese Zufälligkeit, ein Virus, deswegen sterbe ich. Also ich habe schon gelernt, es ist Krebs, ich habe das alles gelernt, aber jetzt kommt so ein Virus daher. Ich würde gerne über dieses, oder ich möchte es offen fragen, ist das immer noch so ein Tabu? Also ich führe ganz bewusst manchmal mit Patienten, in der Regel auch wirklich Ältere, ganz bewusst die Frage, ich frage sie, die auch sagen, ich will das alles nicht mehr, die sagen das. Und ich hatte neulich eine wirklich berührende Situation mit einer älteren Dame, die hat ein Medaillon um den Hals. Es war in dem Medaillon, das sie aufmachte, war das Foto ihres Mannes, der, glaube ich, 15 Monate vorher verstorben war, dem sie 62 Jahre verheiratet war, seit zwei Kinder oder drei Kinder gehabt, hatte jetzt keine dramatische Erkrankung, aber man hätte was irgendwas noch ändern können, verbessern können, aber sie hat gesagt, möchte ich alles nicht. Und öffnete dieses Medaillon von diesem Mann und küsste das dann und sagte, ich bin bald bei dir. Und ich fragte diesen Menschen dann auch, weil mich das wirklich interessiert, haben Sie eigentlich Angst vor dem Stern? Nein. Und die meinen das auch so. Und das macht mich tatsächlich auch etwas ruhiger in meiner eigenen Angst vor dem Tod, weil jetzt im Moment ich noch nicht so große Lust zu sterben. Aber es macht mich ruhiger, dass du kommst tatsächlich, wenn du großes Glück hast, in einen Zustand der Akzeptanz. Es gibt genügend Menschen, die akzeptieren das. Sie sagen auch, die sagen auch, das Leben ist gut gewesen. Ich habe ein tolles Leben gehabt. Das sagen sie immer wieder. Ich habe ein tolles Leben gehabt. Es ist gut. Es ist gut. Oder wie die Bach-Kantate: Ich habe genug. Ja. Und dann auch loslassen können. Das ist ja nahezu der Idealzustand. Das wünscht man sich natürlich für sich selber auch. Selbst in dem Schmerz noch alleine zu sein. In der Regel ist man dann irgendwann alleine. Der Partner ist weg nach 60, 65 Lebensjahren. Aber das berührt mich immer sehr tief. Und das macht mir zumindest für meine eigene Vergänglichkeit Mut. Frau Leeb, dort, wo Sie unterwegs sind, ist der Tod sichtbar und allgegenwärtig. Ist das anders in Ländern, in Gesellschaften, wo der Tod auch in dieser Zufälligkeit, ein Schuss, eine Granate, was auch immer, aber auch Hunger und all diese Dinge, ist der Umgang mit dem Tod, mit dem Sterben ein anderer als den Sie selbst hier erfahren, wenn Sie in diesen zivilisierten Ländern, auch in diesem Land Deutschland sind? Ja, immer wenn ich zurückgekommen bin, haben meine Freunde gesagt, das ist mir aufgefallen, ich werde wahrscheinlich 80 Jahre alt, bis dahin möchte ich das und das haben. Und das fand ich schon immer so, das hatte ich noch nie, also diese Selbstverständlichkeit, dass ich 80 Jahre alt werde, das hatte ich noch nie. Ich fand das komisch, also man muss ja nicht gleich an Krieg sterben, aber an Krankheit, an Autounfall, es gibt genügend Möglichkeiten zu sterben. Dort ist natürlich der Tod viel, es ist natürlich aktiv, ja, ein Schuss. Man kann sich nicht so lange vorbereiten, deswegen ist es einfach in diesem Moment. Ich wurde auch von Leuten gefragt dort, ob das stimmt, dass wir die Kinder in eigene Heime tun und die Alten auch.
Weil das kennen die ja gar nicht, die leben ja im Kollektiv. Und dadurch ist, glaube ich, der Umgang mit dem Tod auch einfacher, weil das Leben und Sterben in einem Haus passiert. Auch in Italien sagt man, einer stirbt, einer wird geboren. Also das ist eine Abwechslung bei uns. Wir haben natürlich weniger Kinder. Und wenn ein Mensch stirbt, hat es natürlich für die Familie ein größeres Gewicht, als wenn man eine Großfamilie hat. Obwohl jedes Leben natürlich also ein Verlust ist. Aber was ich auch interessant finde, Ihre Frage, unsere Umgang mit dem Tod. Ich meine, die Ägypter haben vor 2.000, 3.000 Jahren ganz anderen Umgang mit Tod gehabt, haben sich darauf vorbereitet, teilweise das gefeiert, zelebriert. Das ist schon auch eine gute Frage, warum wir so Berührungsängste haben. Ich meine, Sie sind natürlich tagtäglich damit konfrontiert, aber sonst kriegt man eigentlich nichts mit im Alltag, außer es stirbt irgendjemand aus der Familie. Ich kriege schon sehr stark mit. Ich sage mal ganz ehrlich, wie ich junger Assistenzarzt war in Mönchengladbach, da hatten wir die gesamten Strukturen, die wir jetzt heutzutage haben. Ich sage das immer ganz überspitzt, der Wegrationalisierung der alten Menschen in Altenheime, die gesamten Strukturen, die wir zur Verfügung gab es gar nicht. Also in der Tat, damals wurden dann Patienten irgendwie noch 10, 15 Tage, ich weiß gar nicht mehr, wie das lief, wohin die gekommen sind, das waren ja auch Ältere. Und heutzutage haben wir ein extremes System aufgebaut, wie wir in dem Moment, wo das alles nicht mehr funktioniert, die Älteren, die zu Hause nicht mehr allein nehmen können, ein größtenteils meiner Visite auf der Normalstation, verbringe ich tatsächlich damit, um die ganzen Sozialstrukturen und das alles, was da psychosozial, was dahinter hängt, zu organisieren, weil wir tatsächlich das nicht mehr drin haben. Und dann gehen die weg in Altenheime, in Pflegeheime. Man ist die ganze Zeit damit beschäftigt und wir haben nicht die Großfamilie, wo der alte, vielleicht auch sogar sterbende Patient zurückgeführt wird in die Familie, sondern woanders hin. Und das ist wirklich so eine grundlegende Änderung, gesellschaftliche Änderung, die können wir auch nicht jetzt mehr zurückführen, ich glaube es nicht. Aber die Fragen müssen wir uns echt stellen, weil wir werden das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nicht mehr gehoben bekommen, die Versorgung dieser Menschen. Und Sie selber haben gerade eben gesagt, wer wird mich pflegen? Und ich glaube, Herr Friedmann, Sie sind in der komfortablen Situation, dass Sie irgendjemanden schon bekommen werden, der Sie pflegt. Aber das wird für viele, viele Menschen eines der Kernprobleme werden. Und da haben wir, glaube ich, bisher noch gar nicht drüber nachgedacht. Da habe ich Angst vor übrigens. Ich nicht, weil ich... Wovor haben Sie Angst? Ich würde das gerne doch verstärken, worüber wir gerade reden. Wir sind eine alternde Gesellschaft mit wenig Kindern, auch innerhalb der Familie, die Pflege, die Krankenhausaufenthalte, die Intensivstationen kosten extrem viel Geld. Wir würden sofort sagen, das ist überhaupt nicht verhandelbar. Und ich erinnere mich, wenn Politiker und Politikerinnen an dieses Thema rangehen, dann wird es dann ganz schnell sehr laut. Wie kann man sowas überhaupt denken? Wie kann man sowas überhaupt sagen? Es gibt einen Film, der vor Jahren mal gedreht worden ist, der erzählte von einer neuen Terrorgruppe, die entstanden ist. Und das waren die Alten. Und zwar im Jahre 2030, 35. Das war ein, Reality Science-Fiction-Film. Ja. Und die Geschichte war, ein Land wie Deutschland, die Versorgung der Alten ist nicht mehr im Gesundheitswesen finanzierbar und sie gehen in Apotheken und klauen die Medizin, weil sie sie nicht mehr bekommen. Sie revoltieren gegen diesen Staat, der sie in diesem Alt- und Kranksein nicht mehr pflegt. Sie haben Angst davor, unwürdig zu sterben. Wenn ich mir das jetzt so heute noch mal vor Augen führe, das ist ein Jahrzehnt her, ist das nicht eines der sozialen Kernprobleme, auch eines der Diskussionsthemen, die wir in der Corona-Pandemie hatten, alt und jung. Ich sage bewusst jetzt nicht gegen, das interessiert mich nicht, diese Art von Debatte. Aber alt und jung, dieses, wer schnappt sich noch diese letzten Jahre, wo man in einem Krankenhaus bei Professor Janssens so versorgt wird, dass man sagt, okay, ich kriege meine Medikamente. Ist das eines der großen Fragen auch der sozialen Gerechtigkeit? Das ist ja auch das, die Angst vor dem sozialen Abstieg ist ja mittlerweile ein gesundheitspolitisches Thema. Ist das eines der Themen, die uns auch in dieser Pandemie plötzlich bewusster werden, Herr Kramer? Wer sind denn diese Wutbürger? In der Regel auch
sehr viel ältere. Das stimmt. Wenn wir uns die Altersstruktur angucken, dann haben wir es eher mit den Älteren, sage ich mal, zu tun. Wobei wir jetzt noch auseinanderhalten müssen, wer ist nun jung und wer ist alt. Aber nein, ich glaube, wir sind uns einig, um wen es sich eigentlich dreht. Ich denke, das ist eines, was Sie gerade beschrieben haben, wenn es auch bis jetzt nur eine Utopie im Film war. Aber ich glaube, meistens sind solche Filme ja durchaus gegründet auf Dinge, die nicht so völlig abwegig sind. Das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft erleben und auf das wir, auch ich, keine Antwort jetzt haben, wie wir es lösen können. Aber in der Tat, Frau Schreber hat es eben gesagt, das ist genau das Problem, was wir zum Beispiel, oder wir brauchen gar nicht weit zu gehen, bis in die Krisengebiete, nehmen wir Italien. Eine Gesellschaft, die muss man nicht gut finden, schlecht finden, aber die ganz anders miteinander auch mit den Alten umgeht, in den Familien. Was nicht heißt, dass es für die Menschen dort einfacher ist mit den Alten in der Familie. Das ist auch nicht immer nur Vergnügen, Spaß und Freude. Also wir wollen ja nicht so tun, als wenn es immer nur romantisch nett wäre. Aber das ist doch ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl auch in der Pandemie gewesen, was wir gesehen haben. Gerade Bergamo ist ja auch immer wieder angesprochen worden. Die Frage ist in der Tat, Professor Jansson, das können wir nicht zurückdrehen, aber wir sind auf dem Weg, so auf Effizienz, auf jung, auf hip, auf gesund, auf erfolgreich getrimmt zu sein in unserer Gesellschaft, dass ich mich halt eben in der Tat frage, ob das nicht erste Anzeichen dafür sind, dass eben alle anderen auf der Strecke bleiben. Und die werden natürlich dann, wenn sie im Grunde abgekoppelt werden, irgendwann sagen, so, solange wir noch einen Funken Leben im Leib haben, dann gehen wir eben auf die Barrikaden. Und das ist im Grunde, ich will das jetzt nicht runterspielen, aber das ist einer der Bausteine, der dazu beiträgt, dass wir es eben in unserer Gesellschaft gerade damit zu tun haben, dass revoltiert wird, dass sozusagen einige Gruppen die Revolution anfangen, weil sie einfach sagen, so kann es nicht weitergehen. Frau Leb, in Ländern, ob das jetzt im Sudan ist oder anderswo, da ist Corona da, da sind auch Fremdenfeindlichkeit, das ist ja kein Phänomen nur von Europa, aber zum Beispiel das Impfen ist ja auch jetzt ein Teil der Wohlstandsländer. Wir denken weder an Indien, wo jetzt doppelte Mutanten deswegen entstehen, dann gibt es so, ich bewerte das mal so, wirklich verantwortungslose Politiker wie Bolsonaro, der sagt, na gut, dann sterben eben diese Leute, die Wirtschaft ist am allerwichtigsten. Wir impfen hier. Und es gibt die Diskussionen, der Impfstoff ja, der andere Impfstoff nicht. Wie hört sich das eigentlich in Ihren Ohren an, wenn wir global diese Thematik nehmen, dass Leute hier sagen, nee, den Impfstoff nehme ich nicht. Ich habe Angst vor diesem Impfstoff. Wie hört sich das für Sie an, wenn Leute sagen, ich habe Angst vor dem Impfstoff? Eine Freundin von mir war gerade im Jemen und hat dort gefilmt. Und die wurde wirklich also mehrfach aufgefordert, die Maske abzusetzen, weil das hat sie auffällig gemacht. Und sie hatte so Angst vor Corona. Aber dann hat sie irgendwann gedacht, das ist ein Sicherheitsrisiko, die Maske aufzubehalten. Und war dann 2 Wochen ohne Maske unterwegs und musste auch alle Leute umarmen, weil die das einfach sofort gekennzeichnet hat als jemand, der von außen kommt. Ja, also sagen wir mal so, die Thematik ist nicht überall gleichzeitig angekommen und es wird viele Leute oder Völker oder Länder geben, die zurückfallen. Natürlich auch von der Digitalisierung, beim Impfen, das wird auf jeden Fall passieren. Bloß was wir jetzt gelernt haben sollten, ist, dass wir eine Weltgemeinschaft sind und dass alles miteinander verbunden ist. Und wenn ein Virus aus China kommt, das einfach auch unser Problem ist und dass wir im Grunde genommen ja, eine Schicksalsgemeinschaft sind. Und dieses Gegeneinander wird uns nicht dauerhaft einen Vorsprung verschaffen. Können Sie verstehen, dass Leute sagen, die Angst vor der Impfung ist größer als die Angst vor der Corona-Erkrankung? Ja, Impfskepsis oder was Sie da jetzt ansprechen, ist ja ein Phänomen, was wir jetzt nicht seit der Corona-Pandemie kennen. Das haben wir ja schon vorher erkannt. Es ist übrigens von der Weltgesundheitsorganisation das einer der 10 Hauptgründe genannt worden, der Bedrohung der Gesundheit weltweit, Impfskepsis. Also das ist ein Phänomen, was ja auch vor allen Dingen in medizinischen Heilberufen etc. auch weit verbreitet ist. Also eine irrationale, und das ist wirklich gut, das passt jetzt in dieses Thema Angst rein, es ist eine Angst und es ist wirklich irrational. Und meine
Haltung zu den Dingen ist, ich, als im Oktober, November, als es hieß, oh, die Impfung kommt und BioNTech, saß ich bei mir im Katheterlabor und da saßen die Schwestern neben mir und ich dachte so, ja Mensch, ja, super, kommt doch jetzt die Impfung. Ja, dann lässt sich auch empfinden, da sagt sie nein. Ich sag, wie? Und dann bin ich das erste Mal so dahinter gekommen, dass es tatsächlich, und dieses Phänomen war dann so, dass tatsächlich auf unserer Intensivstation nahezu 50% des Pflegepersonals gesagt haben, sie wollen sich nicht impfen. Aus Angst. Und zwar vollkommen irrationalen Ängsten aus. Ja? Die aber begründbar waren, Missinformation, Social Media, Fake News, das ganze Thema, was gerade in den letzten 20 Jahren vor allem die Social Media total bedient haben. Wir haben diese Impfskepsis. Ja? Wir haben dann gesagt, wir werden jetzt nicht mit anderen Verboten etc. regieren, sondern es war dann nur eine reine Form der Aufklärung, der Mitnahme dieser, der Entwaffnung dieser Ängste. Und da waren wir direkt bei Bildung und Aufklärung. Das heißt, in diesem Moment Zwang auszuüben, was ja, ich glaube, Herr Söder hat ja, glaube ich, mal ganz kurz den Momentum reingebracht, die müssen dazu verpflichtet werden. Da, ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, dann hätten wir die Pflegekräfte, die wir eh drohen zu verlieren, sofort verloren. Dann hätten sie sofort ihre Arbeit niedergelegt und gesagt, wir lassen uns jetzt hier alles, aber wir lassen uns jetzt nicht zur Impfung verpflichten, egal was jetzt ist. Und wir haben es dann auch geschafft, dass wir die Impfbereitschaft auf der Intensivstation auf 85% gesteigert haben. Und nachher sogar die Leute gesagt haben, wieso kriege ich jetzt keine Impfung? Ja, weil sie auch nachher verstanden haben, was es für einen Sinn hat. Mit Verboten, Anordnungen etc. kommen wir da nicht weiter. Sondern ich glaube, man kann schon den Intellekt aufklären und überzeugen. Aufklären, das ist der schwierigere Weg. Das ist der schwierigere Weg. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe das. Ich habe das auch verstanden. In den Einzelgesprächen sagten dann auch eine Schwester zu mir, ja, ich will schwanger werden und wenn ich jetzt geimpft werde. Also ich habe gehört, dann kann ich nicht schwanger werden, ich werde infertil. Das waren diese ganzen Fake News, die da in dem Internet und überall unterwegs waren, die sich in denen festgefressen hatten. Und man konnte sie dann auch in den Gesprächen davon überzeugen, dass es tatsächlich irrational ist, sogar besser ist, sich jetzt zu impfen, dann 3 Monate später beispielsweise schwanger zu werden, was ja sinnvoll ist. Dann bist du geschützt, du und dein Kind. Das hat sie auch gesehen und so konnte man das auch. Herr Kramer, das ist ein wichtiges Stichwort und da würde ich Sie gerne auch dazu fragen, Frau Leeb. Das Internet ist ja ein Ort der Aufklärung, aber es ist auch der Ort, wo Angst in einer Art und Weise von wem auch immer getriggert werden kann. Angst vor Fremden, Angst vor dem anderen, Angst vor Flüchtlingen, Angst vor irgendwelchen Viren, hinter all dem auch die Weltverschwörung. Was heißt denn in unserer Debatte, was bedeutet dieses Element des Internets, der sozialen Medien, zur Bewältigung von Krisen? Mhm. Ladies first. Wie viele sind denn geimpft hier an dem Tisch? Ich bin geimpft. Ah ja. Alle, außer ich. Was das bedeutet, das Internet, das haben wir ja an Cambridge Analytica gesehen. Und wie ich vorhin auch gesagt habe, da hatte ich diese Tiefenpsychologin Renz erwähnt, dass eine Selbstverteidigung für Angst eben die Lüge ist. Und die macht es natürlich in der Echokammer sehr logisch alles. Es ist sehr logisch und es kann sich einfach sehr schnell verbreiten. Und ich bin selber auch mal ungewollt ins Kreuzfeuer gekommen, weil ich in Ägypten verschleppt worden bin und jemand hatte das gefilmt. Und 2016, nach dieser Kölner Silvesternacht, kam genau dieses Video wieder im Umlauf und war der Beweis, was uns die Politik und die Journalisten vorenthalten. Und das war sozusagen der Beweis, was in Köln passiert ist. Und ich wollte mich überhaupt nicht da einbringen in diese Diskussion. Und habe, glaube ich, eine Nacht drüber geschlafen und das Video hatte schon 1 Million Klicks. Und die Leute haben es geglaubt. Und dann kam natürlich sofort auch diese Reaktion. Viele Leute, die Angst vor der Kriminalität haben, werden selber kriminell und haben gesagt, wir werden die Asylantenheime anzünden, wir werden unsere Frauen schützen und so weiter und so fort. Und ich habe dann auf Facebook geschrieben, also ich möchte mich nicht in diese Diskussion mit einbringen. Ich kann nur sagen, das ist nicht die Kölner Silvesternacht, weil die Frau auf dem Bild ist, bin ich, und das ist 2012 am Tahrirplatz. Und genauso schnell wurde dieses Gerücht oder diese falsche Untat auch wieder klargestellt. Aber man sieht,
was für eine Macht es hat. Wenn ich jetzt nicht zufällig Deutsch gewesen wäre, sondern eine Australierin und dieses Video nicht gesehen hätte, würde das heute noch kursieren. Und ich konnte auf der anderen Seite mit einem Facebook-Post das wieder auch aus der Welt schaffen. Aber das hat mir Angst gemacht, weil die New York Times hat mich kontaktiert. Leute aus Ungarn und Polen haben gesagt, bis heute ist dieses Video als echt in den Nachrichten und hinterlegt. Es ist angsteinflößend, wie einfach man eine große Masse in die Irre führen kann. Ich will da anknüpfen. Sie haben gerade gesagt, mit einem Post konnte ich die Sache stoppen. Das Internet ist Fluch und Segen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, selbst wenn wir wollten, wir könnten das Internetzeitalter nicht zurückdrehen und können sagen, komm zurück in die Flasche, Genie. Wir leben wieder so wie vorher mit dem schwarzen Brett beim Supermarkt, wo jeder Dorftrottel dann seinen Zettel aufhängt, aber auch dann nur im Dorf bleibt. Mittlerweile sind die Dorftrottel global geworden, wie wir ja erlebt haben. Und das größte Phänomen, das Schönste ist auch noch, man muss nicht mal fremde Sprachen sprechen können, um sich zu verbreiten und zu vernetzen. Das erledigt dann auch noch der entsprechende Übersetzer im Internet. Was wir aber vergessen haben, ist, wir fahren mit Vollgas in die Digitalisierung. Manche noch mit weniger als wünschenswert wäre. Wir sind nicht so fürchterlich führend, was die Frage angeht. Was wir aber nicht hinbekommen haben, ist, uns selber so darauf vorzubereiten, dass wir wirklich verantwortungsvoll mit diesem Medium auch umgehen können. Bei Fake News zum Beispiel zu unterscheiden oder mehrere Quellen zu verwenden statt nur einer. Oder auch nur uns zu überlegen, was wird da eigentlich gerade produziert? Kann das überhaupt wahr sein, was die mir da gerade auftischen? Wobei ich nicht so tun will, als wenn nicht manche der Nachrichten so geschickt und so gekonnt gefälscht sind, dass es selbst Profis ganz schwer nur noch fällt, zum Beispiel bei Filmen oder bei Bildern, gerade wo wir bei Fotos sind, die bearbeitet worden sind, herauszukriegen, dass das wirklich gefälschte Bilder sind. Wir haben uns lange nicht mit der Frage beschäftigt, wie wir sogenannte Medienkompetenz herstellen können. Denn mit Zensur bzw. staatlicher oder sogar den Firmen auferlegten Methoden, sie sollen das ein oder andere aus dem Netz rausnehmen, sie sollen entscheiden, was da drin stehen darf und nicht, kommen wir nicht nur nicht weiter, sondern das ist kontraproduktiv. Und wir erleben in der Zwischenzeit ja, dass dieses Netz auch ganz gezielt eben von anderen Staaten, von Geheimdiensten, von Gruppierungen wie QAnon, Querdenken und wie sie alle heißen, genutzt wird, um zum Beispiel als Instrument diese hochemotionale Lage, in der wir uns ohnehin befinden, noch zusätzlich anzufachen, also quasi noch mehr Feuer unterm Kessel zu machen, damit der Druck noch mehr steigt und eben unsere Gesellschaft letztlich gesehen dann durch diese Exzesse, die wir heute hier auch den ganzen Abend miteinander besprochen haben, auseinanderfliegt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es mit einem Phänomen zu tun, was wir fortentwickeln mit Vollgas, aber wir machen uns keine Gedanken darum, wie wir uns eigentlich wirklich, vor allem auch die Jüngsten, die wahrscheinlich eher sogar noch mehr vorbereitet sind als wir, die wir sitzen, wobei ich hier niemandem zu nahe treten will, ich spreche nur von mir selber. Aber ob ist die Altersdiskriminierung schon auf dem Tisch. Eine wirklich, andere Sendung, Altersdiskriminierung. Ob wir wirklich in der Lage sind, mit diesem Medium umzugehen. Zweiter Punkt, deswegen kam ich zu dem, wo Sie sagten, mit einem Tick konnte ich das Ding wieder zurückholen. Wenn wir erkennen, dass solche falschen Narrative gesetzt werden, wie zum Beispiel auf den entsprechenden Blogs, ich nehme jetzt mal QAnon und Querdenken. Wir haben am Anfang, auch darüber haben wir uns am Anfang noch unterhalten, QAnon, wir haben auch als Nachrichtendienst gesagt, da kommt, das ist eine Verschwörungstheorie, die kommt aus Amerika, so wie Coca-Cola und Blue Jeans. Das wird sich jetzt nicht unbedingt so weiter verbreiten wie diese beiden Produkte, die ich gerade, ohne Produktwerbung betreiben zu wollen, wie diese beiden Produkte sich verdient haben. Aber wir mussten feststellen, dass zum Beispiel die deutschsprachigen QAnon-Channels auf den verschiedenen sozialen Netzwerken die größten weltweit neben den englischsprachigen waren und dass wir in der Zwischenzeit mit der sogenannten Merkel-Diktatur, dem tiefen Staat, auch bei uns, ich gehöre auch diesem tiefen Staat an, nach Äußerungen von Herrn Höcke im letzten Dezember auf dem Facebook-Profil der AfD, nicht nur, weil ich Jude, sondern auch noch Verfassungsschutzchef bin, also da werden diese Narrative schon fortgesponnen, das überträgt sich eins zu eins und das Schöne ist bei dieser
ironisch gesprochenen Internet-Schnitzeljagd des QAnon. Das lässt sich auf jede Lebensfrage mit einer Verschwörungstheorie beantworten. Und wenn Sie es nicht verstehen, dann sind Sie noch nicht so weit, ist dann das Argument. Das stimmt. Und wenn ich mir dann anschaue, dass im Grunde Querdenken mit Q anfängt und QAnon mit Q anfängt, dass bestimmte Publikationen ganze Sonderausgaben dafür hergestellt haben, gerade im neurechten Bereich, dass im Grunde Querdenken eine deutsche Variante des QAnon ist. Der Verschwörungsidee. Der Verschwörungsidee, die dahinter steht. Und vor allem, das wollte ich vorhin noch mal sagen, das ist eine Pervertierung eigentlich des mündigen Bürgers. Warum? Weil man im Grunde genommen bei Querdenken und auch bei QAnon ja es darauf abzielt, dass der Bürger endlich nachdenken soll, hinterfragen soll, was die Politik, was die Demokratie, der Staat mit ihm eigentlich macht. Also das, was wir uns ja eigentlich von jedem von uns wünschen, dass wir mündige Bürger sind, uns nicht alles schlucken, was uns vorgesetzt wird, das wird hier pervertiert an dieser Stelle. Also im Grunde genommen, ja, das Internet ist Segen und Fluch. Und wir müssen noch viel, viel mehr investieren, um überhaupt die Mündigkeit herzustellen, damit umzugehen. Und zum Zweiten, dieses Internet dann auch für die positiven Gedanken nutzen, Gegennarrative setzen, was wir bis heute nicht tun. Herr Janssens, eine Möglichkeit, Angst zu bewältigen, ist Vertrauen gewinnen. Ja. Und Vertrauen gewinnen, würden wir jedenfalls, also würde ich sagen, nicht wir, hat was zu tun mit Information. Ja. Wir wenden dieses Prinzip sehr, sehr deutlich ein bei der Impfkampagne, bei der Zulassung von Impfstoffen. Da haben wir also erlebt, dass bei AstraZeneca beispielsweise die Information, so und so viele Menschen sind mittelbar oder unmittelbar durch die Impfung an einer Erkrankung, die diese Impfung hervorgerufen hat, gestorben. Wir haben das so publik gemacht, öffentlich gemacht und gesagt, wir werben für unsere Ernsthaftigkeit, was Impfen angeht, mit solchen Informationen, was dann wieder dazu geführt hat, dass der Impfstoff für über 60-Jährige oder unter 60-Jährige. Gleichzeitig hat man dann gesagt, ja, das verunsichert ja noch mehr. Also die Vertrauensmaßnahme ist kontraproduktiv. Was ist denn jetzt der Weg bei Angst, auch in so einer Krise, das Vertrauen durch Information zu gewinnen, ohne sich gleichzeitig selbst durch diese Strategie zu lähmen und die Instrumente wieder zurücknehmen zu müssen? Man muss bei den Impfungen noch mal eins mal sagen, das darf man nicht vergessen. Wenn wir Medikamente geben, behandeln wir Krankheiten. Bei dem Impfen ist es ein bisschen anders. Diejenigen, die geimpft werden, die sind ja nicht krank. Sodass der Anspruch an die Sicherheit, die Nebenwirkungen natürlich viel, viel höher angesetzt werden als bei Medikamenten, wo Sie vielleicht eine Herzschwäche haben, da gibt es noch 1000 Nebenwirkungen. Das ist der Anspruch, es wird sehr hochgesetzt. Und zweitens, wir haben diese Impfskepsis. Und drittens, wir haben eine sehr, sehr unübersichtliche Gesamtsituation an Informationen, die weltweit durch den Äther gehen, also weltweit durch den Äther gehen. Und wir haben Regularien, Behörden wie das Paul-Ehrlich-Institut, die tatsächlich bestimmten Vorgaben folgen müssen. Das ist auch richtig so. Und natürlich am Anfang, ich kann das ja nochmal sagen, ist es natürlich so gewesen, da wurde zuerst gesagt, na, die Alten dürfen nicht geimpft werden, und jetzt ist es gerade andersrum. Das hat natürlich völlig zu einer Umkehr des Denkens geführt. Das kann auch keiner mehr verstehen. Das ist auch nachvollziehbar, dass die Leute natürlich maximal verunsichert sind und zu Recht verunsichert sind. Aber ich denke mal, der Moment, wo das vorübergehend gestoppt wurde, als es zu diesen sehr seltenen, wirklich seltenen Thrombosen in den Hirnvenen gekommen ist, die tatsächlich offensichtlich mit dem Impfstoff, diesem virusvektorbasierten Impfstoff zusammenhängen und wo ja das Präparat, das amerikanische, das ja auch virusbasiert ist, ähnliche Nebenwirkungen hervorgerufen hat, dass da natürlich zunächst mal ein Stopp eingebaut werden muss. Und das war auch richtig so. Denn hätte das der Spahn nicht gemacht, hätte man das nicht gemacht, das wäre ein Desaster gewesen. So, ich muss zu Ihnen zurückkommen. Ich höre mir das an und ich verstehe das. Sie haben von China gesprochen. Die Chinesen haben keine demokratischen Standards, die Menschenrechte spielen keine Rolle, digitales Selbstinformationsrecht ist überhaupt nicht bekannt. Sie haben eine Strategie der Pandemiebekämpfung durchgeführt, wo jedenfalls nach den Informationen, die wir alle haben, wir reden ja von weit über einer Milliarde Menschen,
die Bedrohung des Lebens in Anführungsstrichen effektiver zurückgekämpft wurde, als wir das in einigen Ländern kennen, die eine Demokratie sind. Mich interessiert diese Frage, die man ja oft hat, welche Mittel rechtfertigen sich, wenn man einen ganz bestimmten Zweck vor Augen hat. Ich nehme jetzt mal die Überschrift, die Rettung von Menschenleben. Haben die Chinesen, weil sie eben das als Diktatur durchgeführt haben, etwas leichter erreicht? Sie haben natürlich auch total Kontrolle über jeden einzelnen Bürger, der dort ein technisches Gerät benutzt. Das würden wir uns, glaube ich, nicht gefallen lassen wollen. Und ich denke, dass sie natürlich auch Kollateralschäden in Kauf nehmen, die wir auch verantworten müssten. Dass es effektiver ist, ist wahrscheinlich leider so. Und das ist eine große Herausforderung für uns, wie wir das dann rechtfertigen. Sie brauchen doch gar nicht nach China zu gehen. Nur Südkorea ist doch ein demokratischer Staat, die, sag mal, was zumindest jetzt die digitale Technologie, die App-Überwachung der Menschen betrifft, da haben die das alles freigegeben. Die haben halt keine Datenschutzgrundverordnung, die uns hier tatsächlich auf diesem, aus meiner Sicht, wirklich wichtigen Thema leider Gottes den Stich gelassen hat. Wir haben keine Möglichkeiten der digitalen Technik, die wir hier einsetzen könnten. Man könnte es. Das ist bedauerlich. Die Südkoreaner haben das ja genau gezeigt. Die haben ja ein Tracing gemacht. Das ist mittlerweile so, dass sie tatsächlich sogar mittlerweile Menschenrechtler sagen, das geht ein bisschen zu weit. Also da werden die Firmen, kaufen sich die Technologie, kreieren Apps und da ist tatsächlich dann eine Überwachung wird generiert, die, ich weiß nicht, ob sie Ihnen gefallen würde, Herr Friedmann. Da weiß jeder sofort, wo sie sich befinden, was sie gerade machen oder wie ihr Infektionsstatus ist. Aber das ist das Thema, dass der Zweck heiligt Mittel. Ist das in einer Ausnahmesituation eine Debatte, die in Demokratien, wie ich finde, ich erinnere mich, also da sehen Sie schon, ich bin schon ein etwas älterer Mensch, die Notstandsgesetze, da wurden ja auch Freiheitsrechte gesetzlich eingeschränkt für den Fall der Terrorismus, das war damals bei der RAF. Also da war auch die Begründung, es gibt Notstand. Wie ist das mit in dem konkreten Fall? Viele Menschen haben eben Angst, dass mit der Begründung, der Zweck heiligt die Mittel, der Zweck heiligt die Mittel, man in dieser Situation Grundrechte, Freiheitsrechte, für die man ja übrigens wirklich auch sehr lange gekämpft und gearbeitet hat, aushebelt und sie kommen nicht zurück. Kann man so eine Angst verstehen? Einschränkung, euer Ehren. Wer sagt denn, dass sie nicht zurückkommen? Erstens. Zweitens, was mir nicht gefällt, ist, dass dieser Satz, der Zweck heiligt die Mittel, unbedingt eine negative Konnotation haben muss. Wir verbinden damit etwas Negatives, obwohl der Satz an sich weder negativ noch positiv ist, sondern es kommt immer darauf an, in welchen Umständen ich mir das anschaue. Wenn ich mir zum Beispiel die Frage der Tracing-Apps angucke, ich meine, ich will jetzt gar nicht von unserer Corona-App reden und den Nachfolgemodellen und was jetzt alles entwickelt wird. Alles für die Tonne, davor genau. Davor habe ich Angst, dass wir nicht in der Lage alles sind, sowas zu machen, oder? Und ich sage dann auch immer, wir müssen auch gar nicht bis nach Südkorea gehen, wir nehmen zum Beispiel Israel. Wie dort nicht nur die Impfung durchgedrückt wurde, sondern wie im Grunde genommen auch sichergestellt wurde mit der Übermittlung der entsprechenden Informationen über den Gesundheitsstatus, dass damit dann auch quasi wie in einer Art Mini-Labor in Israel im Grunde genommen dann auch mehr Vakzine zur Verfügung gestellt wurden und so weiter und so fort. Und man kann den Israelis nun alles vorwerfen, aber dass die eine Diktatur wären, das geht nun mit Sicherheit nicht. Unabhängig vom Premierminister momentan, der sicherlich einen eigenen Politikstil pflegt. Ja, aber der vor einem Gericht steht. Ich finde, das ist ein Auszeichnungswert von Demokratie. Aber genauso wie Südkorea. Und ich muss in der Tat in dieser Situation die Frage stellen. Und nochmal, Sie sind der, glaube ich, gelernte Jurist unter uns. Ich bin ja nur Juniorpartner, was diese Frage angeht. Ich habe gelernt, dass auch diese Grundrechte unter bestimmten Bedingungen sehr wohl eingeschränkt werden können. Das ist ein Konsens, den wir in unserem Land dann aushandeln müssen, wie weit man geht, wie lange das der Fall sein soll. Aber es steht nirgendwo geschrieben,
dass das eben nicht passieren darf. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt und unser Präsident des Bundesverfassungsgerichts hat es gerade gesagt, worüber ich mich sehr gefreut habe, das auch noch mal in die Erinnerung zu rufen von vielen Juristinnen und Juristen, die ja an den verschiedensten Stellen auch innerhalb der Verwaltung unterwegs sind, nämlich, dass die Versammlungs- und Meinungsfreiheit zum Beispiel nicht über der körperlichen Unversehrtheit steht und so weiter. Das heißt also, wir müssen an solchen Stellen uns dann auch mal klug machen, schlau machen und ehrlich machen und müssen uns überlegen, was wiegt denn an dieser Stelle höher? Und ich sage sehr wohl, und ich bin ein sehr freiheitsliebender und demokratischer Mensch, und ich bin im Übrigen auch mit Ministerpräsident Haseloff einer Meinung, dass in der Tat die gerade erfolgte Gesetzgebung eine Trauerstunde für unsere Demokratie und auch für unseren Föderalismus ist. Das liegt aber vielleicht auch an diesen Ministerpräsidenten, die ihre eigenen Beschlüsse auch er und auch in ihrem Bundesland nicht immer so gehalten haben, wie sie es beschlossen haben. Auch das ist einer der krassesten Gegenbeweise dafür, dass wir eine Diktatur haben. Man sieht sehr wohl, hier wird gerungen, dass das noch mehr öffentlich gemacht werden muss, was zum Beispiel in diesen Nachtsitzungen miteinander besprochen wird. Das wäre zum Beispiel ein erster Schritt, um auch Transparenz herzustellen. Naja, da würde ich gerne unterbrechen, weil das was mit dem Vertrauen zu tun hat. Wenn sich Ministerpräsidentinnen einigen, das öffentlich machen und sich selbst nicht mehr vertrauen können, weil sie eine Stunde später das wieder aufheben. Kein Widerspruch von mir, aber das ist dann die Auswahl des Personals. Sie meinen jetzt der Ministerpräsidentinnen. Das ist aber demokratisch legitimiert. Ich wollte jetzt noch eine Frage auch noch in den Raum stellen. Also ich bin für die Einschränkung im Übrigen. Was macht Sie optimistisch? Das Gegenstück von Angst. Was macht Sie optimistisch, Frau Leeb? Ich glaube, dass wir dieses Licht im Tunnel, hinter dem Tunnel oder auch sehen müssen. Und auch in diesen ganzen Gebieten, wo ich bin, wie schlimm das auch immer ist. Es gibt immer Leute, die es gut machen, die eine Zukunft möglich machen, die als erstes vergeben, obwohl sie den Krieg gar nicht wollten und ihn auch nicht begonnen haben, denen am meisten Leid zugefügt worden ist und die trotzdem an die Zukunft glauben und trotzdem die Gemeinschaft mitnehmen. Und wenn diese Leute das wirklich dort können, dann können wir das auch. Und ich finde, man muss auch irgendwie Zuversicht haben, weil Zuversicht ist das Einzige, was einen weiterträgt. Und also ein bisschen Glück können und Zuversicht tut uns auch ganz gut. Wir haben 3 Stunden miteinander verbracht. Was macht Sie optimistisch, Herr Kramer? Frau Leeb hat am Anfang auf eine Frage, als Sie gesagt haben, nehmen Sie junge Leute mit in die Krisengebiete, hat sie gesagt, lieber eher die etwas Älteren, weil die Lebenserfahrung, die Jungen glauben noch an das Gute. Das war ein Stichwort, was sich bei mir eingebrannt hat. Ich glaube an das Gute. Ich bin Realist, aber ich glaube an Wunder. Und ich glaube, vielleicht auch etwas zu romantisch, aber das ist das, was mir die Möglichkeit gibt, nicht völlig wahnsinnig zu werden bei dem, was ich jeden Tag erlebe und sehe, beruflich wie auch an anderer Stelle. Ich glaube einfach noch an Wunder und ich glaube, dass wir aus dieser ganzen Sache gestärkt hervorgehen werden. Haben Sie keine Angst, dass Wunder immer Fantasie bleiben? Dazu habe ich sie schon zu oft erlebt in der Realität. Herr Janssens, Sie, woher nehmen Sie eigentlich Optimismus? Aus dem täglichen Leben mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, wie das funktioniert. Und dass sie jeden Tag diese Herausforderung neu annehmen und jeden Tag Tolles leisten. Und das zeigt mir eigentlich, dass wir nicht verloren sind. Und das ist wirklich nur in meinem Umfeld. Und wenn ich das dann extrapoliere auf ganz große Regionen, glaube ich schon, und da sind wir wieder bei Ihnen, die Sie ja gesagt haben, dass wir viele, viele Menschen da draußen haben, die tatsächlich genau das, den Beitrag leisten, bin ich der festen Überzeugung, neben den ganzen medizinischen Geschichten, die wir jetzt leisten können mit den Impfungen, dass wir es schaffen können. Ich wünsche mir aber, dass wir es nicht kleinteilig kaputt reden und nicht kleinteilig kaputt diskutieren. Das bleibt die Restangst, die ich habe. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir in einen guten Herbst reingehen wollen. Da bin ich fest von überzeugt und das werden wir aber nur in einem Wir-Gefühl schaffen und nicht in einem Ich-Gefühl. Wir müssen mehr Du denken und nicht Ich denken. Das ist meine ganz klare Überzeugung. Ich danke Ihnen. Danke sehr für die Einladung. Vielen Dank für die Moderation und für die guten Gespräche. Dann gehen wir. Herzlichen Dank. Holle. Danke sehr.